Aufnahme. Läuft. Handy aus? Ja, ist aus. Tee oder Kaffee? Limonade aus Himbeersirup. Uiuiui, es wird Sommer. Wir werden kreativ. Der Frank trinkt keinen Tee mehr, jetzt steigende Temperatur. So ungefähr. Haben wir schon das Fax mit dem Launch-Manifest bekommen? Das Fax? Warte, ich glaube, das kommt gerade durch. Ach Mist, jetzt ist das Teil kaputt. Kein Problem, der Podcast wird maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast Folge 7.0, Folge 70. Ich begrüße den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, den kleinen Couch-Gag widmen wir diese Folge dem Andreas Schepers auf Twitter, der uns den fantastischen Fakt mitgeteilt hatte, dass bei Rakot und Dnieper Starts erst das offizielle Fax den Starttermin und das Launch-Manifest bestätigt. Weil anscheinend da irgendwas unterschrieben sein muss und dass man dann halt durchfaxen. Ja. Ja. Ja, Folge 70, eine runde Zahl. Naja, je nach Zahlsystem. Ja, also im allgemein gebräuchlichen Dezimalsystem ist es eine runde Zahl. Ja, das schon. Um mal nicht, um was vorwegzunehmen, wir haben eine krasse Woche vor uns. Ja, kann man so sagen. Denn uns steht die Ila ins Haus. Du bist als Fachbesucher, als richtiger, echter Journalist unterwegs. Ja, ich bin als echter Journalist unterwegs, nicht als falscher. Genau, mit Ausweis und allem. Wird da irgendwie die ersten zwei Tage erstmal mit dem Lutz unterwegs sein und den zweiten Tag dann mit den Golem-Leuten und dann den dritten Tag. Da bist du auf. Da ist schon die Konferenz, genau. Ne? Das war der 27. Genau. Ja, der Freitag. Genau, der Freitag. Und der Samstag, da habe ich dann. Da schläfst du. Ja, irgend sowas. Ja, genau. Wir sind nämlich beinahe am Freitag in Berlin im Ludwig-Erhard-Haus auf der New Space Visions Conference. Und sind schon sehr gespannt drauf. Hoffen, dass da ein paar gute Interviews für euch rumkommen. Wahrscheinlich mehr so mehrere kurze als ein langes. Mal ein bisschen rumlaufen. Ich habe schon gesehen, sie haben ein sehr enges Vortragsprogramm, aber es gibt auch Zeit zum Networken und wahrscheinlich irgendwelche Interviews aufnehmen. Hoffe ich mal. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und genau, wir haben auch jetzt schon diese Folge ein anderes Interview für euch. Das werdet ihr dann am Ende der Folge hören. Und wir kommen mal zu den Leuten, die uns Geld geben. Da bedanken wir natürlich erstmal unseren Patronen. Zum einen Johannes, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Falco, Packelwudding, Markus, Meh, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans, B-Bone, Mpingo, Rominger, Raw Iro oder Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und Sebastian. Und der Thomas, bei dem bedanken wir uns nochmal doppelt, weil er uns nochmal eine Einzelspende für den IRC zukommen ließ, genauso wie habe ich das vorgelesen, Alejandro und Manuel, ich glaube, das habe ich schon letztes Mal gesagt. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei allen, die uns jetzt auch sozusagen zweckgebundene Spenden für den IRC zukommen lassen. Das ist wirklich sehr schön, dass das so gut klappt und hoffen, dass das auch so weitergeht. Wem ich immer wieder vergesse zu danken, wo ich weiß, dass er uns auf LiberaPay unterstützt, ist der Ingo. Auch herzlichen Dank an dieser Stelle. Auf LiberaPay, das ist stagniert gerade so ein bisschen, so wieder auf 15 Förderern und Förderinnen. Das kann noch ein bisschen mehr werden. Ich hatte jetzt mal als Ziel, man kann ja da Ziele einsetzen, mal 250 € pro Woche eingestellt. Das sind etwas mehr als 1.000 € pro Monat. Das ist ein bisschen, das ist viel, es kommt einem viel vor. Aber ich sag mal so, wenn das Ziel erreicht ist, dann ist das so viel Geld, dass wir uns da hier auch für einen ganz guten Stundenlohn auszahlen können.
Und das ist ja im Grunde das Langzeitziel hier, dass nicht, also Frank hat ja schon einen Beruf, aber dass ich auch so ein bisschen das ja auch als meinen Teilzeitberuf ansehen kann. Das ist so das Langziel, was wir jetzt mal anstreben, nachdem der IRC schon so gut geklappt hat in seiner Finanzierung oder gerade so gut klappt. Ja, weil Arbeit ist Arbeit und ist, auch wenn Arbeit Spaß macht, ich habe das wirklich in den letzten Jahren, wo ich ja halt so halbwegs beruflich tätig bin, mitbekommen. Ich habe ja mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf gemacht und auch wenn es Spaß macht, so an sich, Arbeit bleibt am Ende Arbeit und irgendwann ist man einfach ausgelastet und dann ist irgendwo Schicht im Schacht und ja. Man muss auch sagen, wir investieren ja pro Folge komisch. So 4 bis 6 Stunden einfach auch, also nicht nur Aufzeichnung, sondern auch Vorbereitung und Nachbearbeitung, also Frank mehr Vorbereitung, ich mehr Nachbearbeitung des Podcasts und wenn man da sich mal überlegt, so 60 € Stundenlohn, das ist halt, was man halt so verlangt, wenn man halt davon leben will. Ich bin da etwas großzügiger, also nicht mehr, sondern eher weniger, aber ja, ne, es ist. Das habe ich tatsächlich bei diesem BR-Podcast-Projekt mal gehört, also wo eine so Berufsberaterin sagte, also unter 60 € würde sie nichts machen, Stundenlohn, weil das ist einfach, ja, also es ist halt. Ja, man hört einiges Unterschiedliches, gerade wenn es, also. Ich meine, klar, wenn du für irgendwie eine Lokalzeitung oder sowas arbeitest, da ist selbst sowas wie ein Tagessatz von 150 € illusorisch, ne? Ja, aber wir sind ja sozusagen unsere eigenen Bosse und können aus unser eigenes Gehalt aussuchen. Ob wir das dann auch bekommen, ist eine andere Sache. Aber einfach so als Richtwert, wenn wir einfach sagen können, wir investieren jetzt hier einen Tag pro Folge in den Content-Podcast und können das auch als Gehalt verbuchen. Das wäre schon ganz gut, das, so langfristig gesehen in den nächsten Jahren. Es ist schon ganz witzig, weil ich halt lange Zeit halt nicht gearbeitet habe und einfach bloß irgendwie möglichst wenig Geld ausgegeben habe. Irgendwie, es fehlt einem der Bezug dazu, wie viel eigentlich typischerweise für Dinge verlangt wird, so an Arbeit pro Stunde, weil ich war immer zeitreich und geldarm. Und jetzt bist du geldreich und zeitarm? Nee, nicht wirklich. Ich suche irgendwie, ich strebe etwas in der Mitte dazwischen an. Ja. Nee, aber ich möchte das auch gar nicht hier zu so einem Wort zum Spendensonntag ausarten lassen, aber einfach so, damit ihr wisst, was uns hier so unsere Motive sind, diesen Podcast zu betreiben, das ist, wir wollen hier keine Werbung schalten, für keine Sachen irgendwie unlautere Dinge eindrehen, sondern einfach, ihr gebt uns Geld und wir erzählen euch die neuesten Sachen über die Raumfahrt. So ist der Deal. The New Deal. Naja. Und es macht nebenbei auch trotzdem einfach Spaß. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir machen es natürlich einfach auch so. Ja, also, genau. Muss man ganz ehrlich sagen, wir haben es angefangen ohne Geld und wir haben weitergemacht ohne Geld. Und wir werden auch jetzt nicht aufhören. Aber wir werden auch deswegen nicht aufhören, aber es wäre schon toll. Genau. Gut, kommen wir mal weiter zum Feedback. Da hast du was vom Nippler empfohlen bekommen. Ja, gestern hat er mir von einem Buch erzählt, nennt sich Eccentric Orbits, The Iridium Story von John Bloom. Ich habe das Cover nicht allzu oft gesehen, weil ich habe das Ganze als E-Book und habe wesentlich das E-Book jetzt gelesen, zumindest ein Drittel davon, und das ist eigentlich nicht schlecht, also wie die Iridium-Konstellation zustande gekommen ist. Man sollte dazu sagen, der Typ ist Amerikaner und genauso schreibt er auch. Ein bisschen halt so, ja, was soll ich sagen? Pathetisch. Genau, so ein bisschen patriotisch ist er. Soll heißen, alles, was die selbst machen, ist irgendwie toll und wenn bei anderen was schief läuft, dann ist das ganz besonders furchtbar schlecht. Er schreibt etwas abfällig über die Russen, was ich nicht in Ordnung finde, weil eigentlich fängt die ganze Story ja damit an, dass die Iridium-Satelliten, dass die Firma irgendwann mal einfach pleite war und das ganze Konzept, was die selbst sich so ausgedacht haben, überhaupt nicht funktioniert hat. Und da sollte man doch sehr vorsichtig sein, sich über andere Leute abfällig zu äußern. Gerade über die Russen. Ja, also
Russen, auch andere, auch über Europäer, ist er recht abfällig gewesen. Ja, aber es ist trotzdem, es lohnt sich zu lesen. Sehr also es hat Schwächen, aber es hat mehr Stärken als Schwächen, das Buch. Genau, Eccentric Orbits. Finde ich sehr lustig, da die Iridium-Satelliten ja wahrscheinlich nicht in einem wirklich exzentrischen Orbit unterwegs sind. Ja, doch ein bisschen. Okay. Ja, sie müssen ein bisschen exzentrisch sein, damit sie nicht alle gleichzeitig zur selben Zeit am gleichen Ort sind, weil sie ansonsten einfach gegeneinander kollidieren würden. Okay. Ja, deswegen ein bisschen exzentrisch ist er. Genau. Nicht viel. Ja, gibt's in allen Variationen, gibt's sogar als Hörbuch zum Hören, wahrscheinlich nur auf Englisch, aber trotzdem. Wer das bevorzugt und dann in jedem gut sortierten Fachhandel online oder offline erhältlich. Eccentric Orbits von John Bloom. Gut. Ich bin erst zu einem Drittel durch, die restlichen zwei Drittel. Ich weiß es nicht, wie gut oder schlecht der Rest dann ist. Okay. Aber vielleicht kannst du ja dann nochmal berichten, wenn du durch bist. Ja. So ganz kurz. Ja, wenn ich da in dem Stress der nächsten Woche dazu komme und das dann mir auch noch im Kopf ist. Ja. Das mir dann auch noch im Gedächtnis ist, so rum. Ich werde dich dran erinnern. Kommen wir mal zu unseren Themen. Da sind wir nochmal ganz knapp vom Ende der Welt entfernt gewesen, letztes Wochenende. Was denn da passiert? Ende der Welt nicht gleich, aber außerdem, so knapp war es nicht. Es waren 180.000 Kilometer dazwischen. Ja, erzähl doch mal, was jetzt nicht knapp war. Es war ein Asteroid, mal wieder, der einen Tag vor der größten Annäherung an die Erde entdeckt wurde, mit einer Größe so 50 bis 100 Meter. Was doch schon, ja, heftig ist. Das ist so Tunguska heftig. Also, der letzte, wie heißt es? Komme ich nicht. Chelyabinsk. Jetzt kam ich einfach nicht auf den Namen. Ja, der letzte größere Meteorit, den wir von dem es tatsächlich mal Filmaufnahmen gegeben hat, war ja Chelyabinsk gewesen. So furchtbar weit weg war man da nicht davon, dass es da Tote gab. Es gab ein paar tausend Verletzte, einfach bloß durch eingedrückte Fensterscheiben. Und wenn man mal im Internet so guckt, also Atomwaffen wurden ja durchaus getestet und da wurden auch die Auswirkungen getestet. Der Unterschied zwischen einer Druckwelle, die ein Fenster kaputt macht, und einer Druckwelle, die ein Haus kaputt macht, ist nicht so groß, wie man denken würde. Also da reicht dann so doppelt bis viermal so viel oder so und dann fetzt da auch mal so ein Haus weg oder so. Also man war da noch ziemlich, also Chelyabinsk war wirklich nahe dran, das Ding war 20 Meter groß. Als es dann durch die Atmosphäre geflogen war? Nee, vorher. Achso, okay. Ja gut, dann wären ja 100 Meter schon mal noch ein Stück mehr. 50 ist schon ein ganzes Stück mehr. Das, also das hätte schon ordentlich gewumst. Das hätte ordentlich gewumst. Also die 20 Meter haben gereicht für ungefähr, also von der Energiemenge her, 500 Kilotonnen. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen das gleiche Ding und genauso schnell und sagen, das Ding hat 50 Meter Durchmesser, naja, 2,5 Mal, aber in Breite, Länge und Höhe, dann kann man ausrechnen, 2,5 mal 2,5 sind 6,25. Das nochmal mal 2,5, dann ist man ungefähr bei 15, also 15 mal so viel. Und da ist man dann bei sowas wie, naja, 8 Megatonnen TNT-Äquivalent. Und erstens mal, ne, du hast einfach irgendwie 8 mal so viel Energie für deine Schockwelle übrig. Ja. So heißen, das hätte dann mit Sicherheit gereicht. Also sowas reicht dann einfach, um Gebäude einfach flach zu legen. Und da hätte es dann richtig viele Tote gegeben und einfach also ganze Stadtteile, die dann irgendwie ausgelöscht worden wären. Und das zweite Problem ist, so ein 50-Meter-Asteroid, der kommt dann auch tiefer runter in die Atmosphäre, bevor komplett zerplatzt und dort die Schockwelle auslöst. Soll heißen, man ist dann auch definitiv erstmal näher dran. Soll heißen, es wird dann ein Gebiet geben, wo noch sehr viel mehr, sehr viel stärkere Schockwellen sind. Also die
die Sache mit den 20 Metern ist echt, also man hatte echt Glück gehabt. Das war so wirklich noch, gerade so noch, dass es alles nur mit Schnittverletzungen und Ähnlichem abging. Also da war man wirklich sehr, sehr nahe dran an richtig böse. Ja, warum eigentlich immer Russland? Also Tscheljabinsk, Tunguska, einfach wegen der Wahrscheinlichkeit, wegen der Landfläche? Größe, einfach Größe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Äquator ist. Es kann sein, dass man Richtung Pol etwas höhere Chancen hat. Müsste man sich überlegen. Weil letzten Endes wirst du ja im Schnitt immer die Erde etwas verfehlen, wenn so ein Asteroid ankommt. Der wird dann von der Gravitation abgelenkt, ne? Mhm. Und wird dann relativ unwahrscheinlich direkt auf den Äquator stürzen. Bin mir nicht ganz sicher. Also wenn hier jemand ein Himmelsmechaniker ist und das Ganze mal ausrechnen möchte, nur zu. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also das müsste man irgendwie so mit Monte Carlo Methode oder so mal irgendwie machen. Keine Ahnung. habe ich noch nicht geguckt. Also in China war auch schon. Also irgendwie es gibt Berichte von einem Einschlag in China 15. Jahrhundert oder so. Muss mal gucken. Impact. 1490. Das Qingyang-Event. In Shaanxi. Okay. Ja. Also, da ist halt irgendwie, da soll es dann auch Tote gegeben haben. Nicht eine große Zahl von Toten. Ich bin gerade beim Yingyang-Event gelandet, das ist was anderes. Nein, Qingyang, 1490, CH und dann Apostroph, Yin-Yang-Event. Ja, warte mal, das ist irgendwie diese Wandeglies-Umschrift, frag mich nicht, wie das richtige Pinyin heißen würde. Qingyang. Und da gab es Tote? Naja. Da soll es Tote gegeben haben, ein paar tausend. Mehr als 10.000 Tote angeblich. Ja, ich meine, man sollte, ich weiß nicht, also die Chinesen haben schon, wenn die Chinesen was sagen, dann hat das öfters mal auch Hand und Fuß. Also die Sache mit der Supernova vom Jahr, oh scheiße, jetzt habe ich das Jahr vergessen. Verdammt, Misty 1, wieso suche ich nicht nach Crab Nebula? Naja, egal. Wann war es? 1054. Im Jahr 1054, also folglich zur Song-Dynastie, hat's eine Supernova gegeben und die wurde beobachtet, es wurde aufgeschrieben und es hat gestimmt. Und das ist heutzutage das Messier-Objekt Nummer 1, kann man finden im Sternbild Stier. Und ist hell genug, dass man es mit einem Kometen irgendwie verwechseln kann. Und als der Charles Messier damals den Himmel durchsucht hat und diverse andere Leute auch nach irgendwelchen Kometen, dann sind sie immer mal so auf irgendwelche Nebel gestoßen am Himmel und das hat die total gestört, dass da überall so Dinge sind, die so ein bisschen wie ein Komet aussehen und dann musste man erst wieder hingucken und hat sich's bewegt und irgendwann merkt man dann, nee, hat sich nicht bewegt, das Ding ist gar kein Komet, so ein Scheiß, und dann hat man irgendwann angefangen, das Zeug zu katalogisieren. Und Charles Messier hat halt dieses Objekt als allererstes in seinen Katalog aufgenommen, witzigerweise. Mhm. Obwohl man damals gar nicht wusste. Ich meine, wenn dann jemand so 1054 in den Himmel schaut, dann, neues Licht, schreibe ich mal auf. Ja, also ja, das auf jeden Fall. Also war nicht auch irgendwie der Stern von Bethlehem auch eine Supernova? Ach, da gibt es so viele Erklärungen, lass mal das mal. Okay, lassen wir das. Ja, okay.
ist das eigentlich, wenn der jetzt ins Wasser geflogen wäre, gäbe es dann einen Tsunami oder ist das andere Physik, die hinter so einem? Kommt drauf, es ist ein bisschen andere Physik. Erstens kommt dann auch immer drauf an, wie weit weg, wie weit weg vom Land. Wenn du eine Welle auslöst und du hast so einen Punkt, von dem die ausgeht, dann nimmt die mit der Entfernung, mit dem Quadrat der Entfernung, glaube ich, ab. Ja, das ist auch beim Tsunami umgekehrt, der baut sich ja dann erst Richtung Küste erst richtig auf. Nee, nicht so, ja, das passiert bei jeder Welle. Das Problem ist, wenn du einen normalen Tsunami hast, dann wird der ausgelöst durch einen Riss praktisch in der Erde, ne? Mhm. Dass sich halt die zwei Platten da irgendwie gegeneinander verschieben. Und das halt mal eben über ein paar hundert Kilometer. In Sumatra war es über 1000 Kilometer. Dass man so einen Riss hatte, wo sich das gegeneinander verschiebt. Und dann hast du halt keine punktförmige Quelle mehr, sondern eine ausgedehnte Quelle. Dann hast du irgendwie Nahfeld und Fernfeld. Und im Nahfeld nimmt es dann bloß mit der Entfernung linear ab oder so die Höhe. Und so weiter und so weiter. Du hast eine andere Mathematik. Und deswegen könnt ihr dann auch durchaus mal über größere Entfernungen sich ausdehnen. Okay. Ich erinnere so an das größte jemals gemessene Erdbeben von 1960 in Chile. Magnitude 9,6, glaube ich. Und das hat einen Tsunami ausgelöst, der hat dann noch in Japan, also am anderen Ende der Welt mehr oder weniger. Also wirklich so im Sinne von, ich glaube, es gibt kaum einen Punkt, wo man noch weiter von der gegenüberliegenden Küste eines Ozeans entfernt wäre als von Japan aus, hat da noch ein paar hundert Leute getötet, der Tsunami. Also das war schon böse. Ja. Das waren so Größenordnungen 4-5 Meter oder so dann noch in Japan. Man müsste ja mal diskutieren, einen Tag vorher hat man das Ding entdeckt. Ja. Ne? Bisschen spät, ne? Fand ich auch, aber ich meine, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass man den ein bisschen spät entdeckt. Ja, weil wir wurden auch darauf hingewiesen, auf die Diskussion letzten Endes. Also hier Neocam und so. Das Problem ist einfach, der Himmel wird nicht ständig durchmustert. Das wäre an sich kein Problem, also so vom Aufwand her, wenn man sich so anguckt, wofür alles Geld ausgegeben wird, das würde sich schon machen lassen. Teleskope sind teuer, aber nicht so teuer, erst recht nicht, wenn sie am Boden stehen. Da könnte man durchaus auch mal jeden Tag den Himmel durchmustern mit einer ordentlichen, relativ ordentlichen Performance. Ja, aber es wird einfach kein Geld dafür ausgegeben. Schlichtweg. Also es ist es ist einfach bloß eine reine Geldfrage, dass man einfach sagt, okay, wir sagen jetzt einfach bloß, aus Sicherheitsgründen sollten wir mal besser alles durchmustern, was da oben gerade so abläuft, damit wir größere Asteroiden rechtzeitig finden. Das zweite Problem ist natürlich, was macht man, wenn man denn so ein Ding findet und rausfindet, dass es eindeutig Bruce Willis zu schicken. Ah, apropos, mir fällt jetzt noch was ganz anderes ein. Im Jahr 2008 ist das erste Mal ein Asteroid abgestürzt namens TC3. Kann man finden, Wikipedia, 2008 TC3. Das war das erste Mal, dass ein Asteroid, der auf die Erde gestürzt ist, entdeckt wurde, bevor er auf die Erde gestürzt ist. Auch irgendwie so einen Tag vorher oder so. Und der wurde jetzt untersucht und da kam jetzt irgendwie auf Nature, glaube ich, ein Paper raus, dass der wohl von, also dass man da es waren eher Mikrodiamanten, es waren ein paar Mikrometer groß, drin gefunden hat. Und der Meteorit stammt wahrscheinlich von einem Planeten, so größenordnungsmäßig irgendwas so groß wie Merkur, Mars oder irgend sowas, weil ansonsten sich die Diamanten nicht hätten bilden können. Ja, also hat es schon mal gegeben. Fiel mir bloß gerade ein. Paper, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, dann verlinke ich euch das. Zu diesem von 2008. Also wie gesagt, man kann durchaus auch mal einen Asteroiden vorher finden, wenn er 4 Meter groß ist. Und
ja, wurde dann halt, wurde halt rechtzeitig gesagt, aber man wusste halt nicht ganz genau, wo es, wo er einschlagen würde. Halt so, ich glaube, irgendwie Afrika konnte man sagen, aber es ist halt eine große Unsicherheit. Und wenn man jetzt ein paar Tage vorher oder auch eine Woche vorher weiß, okay, hier kommt ein Asteroid und er wird wahrscheinlich auf die Erde stürzen, ja, weiß man, dass er auf die Erde stürzt, aber man weiß noch nicht, wo genau. So heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, okay, der stürzt jetzt genau auf diese Koordinate drauf und da ist diese Stadt XY und bitte mal evakuieren. Ich erinnere mich, da kennst du den Film Deep Impact, der kam parallel zu Armageddon raus? Ja, und es war der bessere von den beiden und beide sind nicht sonderlich gut. Weil da ging es ja auch darum, okay. Wobei Armageddon hätte den besseren Titel gesungen. Genau, welche Stadt, also es war dann so erst okay, wird irgendwie Nordamerika treffen und welche Stadt muss dann irgendwie evakuiert werden? Und es war dann halt so wirklich, okay, jetzt wissen wir, dass er dorthin fällt und dann jede Minute konnte das dann genauer eingegrenzt werden. Ja, ist halt normal, weil mit jedem Punkt, den du, mit jedem Messpunkt, den du bekommst, kannst du die Bahn etwas neuer, etwas besser bestimmen, aber du kriegst halt nur einen neuen Messpunkt, wenn sich das Ding auch mal bewegt hat. Mhm. Ansonsten. Ja, tun ja so Asteroiden generell sich bewegen. Ja, aber braucht halt Zeit, ne? Jetzt war noch in den Kommentaren, wir sind auf Twitter noch, wurde das Thema NeoCam angesprochen. Near-Earth Asteroids sind genau. Near-Earth Objects. Finding Asteroids before they find us. Genau. Also es gibt diverse, es gibt halt diverse Projekte, die genau das sagen. Okay, wir sollten jetzt Satelliten starten. Entweder Satelliten starten oder das Ganze vom Boden aus machen und das beobachten. Aber es ist halt, es existiert halt noch nicht, ne? Obwohl es von da, vom Geld her jetzt nicht so unendlich teuer wäre, also, das mal zu machen. Letzte News von NeoCam ist 4. Januar 2017. NeoCam funded for extended Phase A study. Ich weiß es nicht, ob das jetzt das Ende ist von NeoCam oder ob da noch was kommt. Muss man bei Wikipedia schauen. Du meintest, dass das dann doch nicht finanziert geworden wäre? Nee, es ist. Nein, man hat halt nicht gesagt jetzt, okay, Chelyabinsk, es war doch schon ziemlich knapp. Da hat man nicht gesagt, hey, wir sollten jetzt wirklich dringend mal schnellstmöglich ein Netzwerk aufbauen von Teleskopen, die den Himmel beobachten können, weil das hätte man längst machen können. Ja, wird wohl sich noch eine Weile hinziehen. Mhm. Wahrscheinlich muss da wirklich erst was Böses passieren, aber das Glückliche ist, größeres Ding stürzt nur ungefähr alle 100 Jahre mal auf die Erde. Das reicht ja. Es reicht völlig, ne? Also, wenn man sich so überlegt, okay, ungefähr alle 100 Jahre kommt auf irgendeinen beliebigen Ort der Erde etwas runter, das die Sprengkraft einer größeren Wasserstoffbombe hat. Es ist im Prinzip etwas, wo man sich dann doch damit beschäftigen sollte, wenn ich meine. Ja, das nächste Problem ist, also was kann man machen, ne? Du entdeckst das Ding irgendwie eine Woche im Voraus und ja, was nun? Evakuieren wird schwierig, weil, wie gesagt, man weiß nicht unbedingt, wo das Ding runterkommt, mit hinreichender Präzision, um zu sagen, okay, hier bitte alles packen und ihr habt einen halben Tag noch Zeit, um irgendwie ein paar hundert Kilometer weit weg zu fahren, damit ihr garantiert außerhalb der Trefferzone seid. Von Verkehrschaos und Ähnlichem will ich mal gar nicht reden. Im Prinzip müsste man irgendwas machen im Sinne von, wir schicken eine Rakete hoch und ja, versuchen das Ding weitgehend zu zerbröseln in Teile, die halt so 20 Meter oder kleiner sind, damit die möglichst wenig Schaden auf der Erde anrichten können. Und, also wie gesagt, dann hast du halt irgendwie so mehrere Brocken, die halt etwas klein, die halt kleiner sind und musst dann halt gucken, dass die klein genug sind letzten Endes. Also die Tatsache, dass man dann mehrere Asteroiden hat, das ist noch nicht so das Problem, die müssen bloß klein genug sein. Das könnte man dann nehmen. Man braucht nicht unbedingt eine Atombombe. Also für 50 Meter Brocken oder was in der Größenordnung wird es eigentlich auch schon vollkommen reichen, wenn man ja einfach bloß ein paar Tonnen Zeug, ein paar Tonnen irgendwas möglichst schnell dagegen knallen lässt.
weil hat genug Energie. Also irgendwie eine Tonne, die mit 2,6 Kilometer pro Sekunde irgendwo draufhaut, hat so viel Energie wie eine Tonne TNT. Wenn man so in die Richtung, sagen wir mal 8 Kilometer pro Sekunde oder so kommt, was so typische Relativgeschwindigkeiten sind von irgendwelchen Asteroiden, eher so 10 Kilometer pro Sekunde oder so, dann kommt man dann so in Größenordnungen von, wenn man eine Tonne draufhaut, dann hat man die Energie von 10 Tonnen TNT. Und damit lässt sich schon ganz ordentlich was an Kratern da drin reißen. So heißt, man könnte das durchaus einfach dadurch zerbröseln, Stück für Stück, indem man einfach tonnenschweres Zeug da draufhaut. Aber man braucht halt eine Rakete, die startbereit ist, die das passende Gewicht hat, obendrauf, passende Nutzlast und hinreichend genau steuern kann. Und, ich sag mal so, in Elon we trust. Ja, so oder so ähnlich, ne? Also langfristig kann man da durchaus. Kannst du mir sagen, wie viel Tesla es benötigt, um einen Asteroiden aufzuhalten? Naja, also so ein Tesla wiegt 1,5 Tonnen. Ich weiß nicht, ob der die perfekte Form dafür hat. Nee, müsste man sich. Wenn der Tesla perfekt rund wäre und in einem Vakuum. Na, im Vakuum ist er ja. Perfekt rund ist er nur nicht. wahrscheinlich bräuchte man irgendwas möglichst Kompaktes halt, um ein Stück in den Asteroiden reinzukommen, um dann halt so den maximalen Effekt zu haben. Mhm. Es gab ja mal eine Mission, die, ich weiß gar nicht, ob die vor oder nach dem Kinofilm benannt wurde, Deep Impact. Und dabei hat das ja gemacht mit 380 Kilogramm Kupfer oder so. Deep Impact Mission. Ja. Deep Impact Sonde war ihr Name teilt die Raumsonde mit dem 1998 erschienenen Katastrophenfilm. Die Namensgleichheit soll jedoch zufällig entstanden sein. Soll, ja. Ist halt die Frage, wann sie es war 99. Also 98 ja. Kam der Film raus und ich weiß nicht, wann sie mit der Planung der Sonde begonnen haben. Also gestartet wurde sie 2005. Typischerweise dauert das noch etwas länger. Also wahrscheinlich tatsächlich Zufall. Mhm. Ist halt auch ein relativ offensichtlicher Name oder so. Ja, wir wollen was ganz tief in Asteroiden reinwerfen, wie nennen wir sie? Deep Impact. Ja, war kein Asteroid, war ein Komet. Ach so. Deswegen ist das nicht hundertprozentig vergleichbar. Aber man kann halt sich überlegen, es gab ja 10 Tonnen Bomben im Zweiten Weltkrieg mit 5 Tonnen Sprengstoff drin, die ziemlich große Krater gerissen haben, also über 10 Meter groß. Hier, der Krater von Deep Impact sind 150 Meter groß. Okay. Im Durchmesser. Also man kann so das übliche Zeug, so 50 bis 100 Meter oder so, das kann man durchaus mit sehr konventionellen Mitteln kaputt machen. Mhm. Denke ich. Ob man mehr als einen braucht, mehr als einen sollte man schon haben. bei größeren wird es dann schwieriger. Also da hast du dann, jetzt bei 30 Kilometer Objekt oder ich weiß nicht, wie groß der Tempel-Tuttle ist, da hast du dann nicht mehr so richtig viel, nicht Tempel-Tuttle, Tempel 1 einfach, nur Tempel-Tuttle waren andere. Wie groß ist der hier? 5 mal 7 Kilometer. Also da brauchst du schon was anderes. Den kriegst du so leicht nicht kaputt. Aber ich glaube, in der Größenordnung wissen wir langsam, dass da in der Erdnähe nicht mehr allzu viel ist. Haben schon alles weggeräumt. Ich glaube, der hat man katalogisiert. Okay. Bin mir nicht sicher. Vielleicht nicht alles, aber den allergrößten Teil. Das größte Problem sind tatsächlich die kleineren. Weil einfach sehr lichtschwach, reflektieren nicht viel Licht, schwer zu finden.
ist ein Problem, ne? Gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Asteroiden-Thema. Genug Angst gemacht für diese Folge. Genug Angst gemacht, na gut. Okay. Ich komme mal wieder zurück zur Erde. Rocket Labs hatte ja jetzt ihren dritten Flug angekündigt mit dem Titel It's Business Time. Ja, aber es war dann doch noch nicht so ganz wirklich Business Time, weil sie haben den Start, der war für den 20. April angesetzt, also zwischen dem 20. April und 3. Mai und haben das jetzt nochmal um fast ein paar Monate verschoben. Ein paar Monate gleich? Mindestens ein paar Wochen, also ich weiß nicht, ob es gleich ein ganzer Monat geworden ist. Auf jeden Fall war mit den unusual motor controller behavior im wet dress rehearsal, also irgendwie haben sie das Generalprobe und da haben sich die Controller von den Raketenantrieben komisch verhalten und sie wollten das jetzt nicht so, sie hatten jetzt ein paar Tage, das zu reparieren, aber das war dann doch zu kurzfristig und sie brauchen jetzt noch zusätzliche Zeit, um die Daten neu zu bewerten und das dauert jetzt noch ein bisschen, bis sie tatsächlich ihren ersten Business-Time-Flug machen. Ja. Mal gucken, ja, das Neueste ist das nächste verfügbare Startfenster. Das wäre? Genau das. Okay, gut. Also noch nichts Genaues weiß man nicht. Genau, new launch window is due to open in coming weeks with defined dates to be confirmed soon. Also ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also man hat gehört, die Feuerwehr musste kommen. Also aber die steht halt sowieso dabei. Klar, also, aber eher so rapid unscheduled disassembly oder was? Weiß nicht, vielleicht Rapid Unscheduled Detanking oder so. Ich habe keine Ahnung, was genau los war. Haben sie auch nicht verraten, wahrscheinlich. Unusual Motor Control. Woher weißt du denn, dass die Feuerwehr kommen musste? Stand irgendwo. Okay. Kann aber auch einfach Standard gewesen sein, keine Ahnung. Ja. Ja, von wegen I never want to hold again. Ja, es ist halt, wie es ist. Die Rakete fliegt jetzt zum dritten Mal. Es ist eine neue Rakete, es gibt immer noch ein paar Probleme am Anfang. Ich glaube, davon kann sich praktisch keine Rakete irgendwie freisprechen, dass es am Anfang keine Probleme gegeben hätte. Es ist so, ist normal. Und man muss halt immer so vorsichtig dabei sein, dass man keine Fehler macht, die dazu führen, dass die Rakete dann irgendwie beim Start explodiert mit teuren Satelliten drauf oder so. Ja. So furchtbar teuer sind die Satelliten hier, glaube ich, auch noch nicht. Jo, ja, es sind CubeSats, die sie da starten wahrscheinlich. Ja. Noch. Ja, also geht halt noch, ne? Also deswegen sollte man halt, wenn man eine Rakete anfängt zu bauen, am Anfang einen Testnutzlast drauf haben und dann sich langsam steigern. Bei der nächsten Falcon Heavy Rakete, da sind dann, ich glaube, 25 Satelliten dabei und die sind nicht die allergrößten. Also ich glaube, es sind acht Satelliten sind Formosat, die, ich weiß nicht, jeweils 200 Kilo oder sowas wiegen. Also insgesamt so sind es auch bloß wieder 2 Tonnen Nutzlast oder was in der Größenordnung, was dann gestartet wird, aber es ist halt dann echte Nutzlast und im Wesentlichen halt für die Air Force und das gilt dann als einer der Qualifizierungsflüge für die Air Force, weil es halt eine von deren Nutzlasten ist. Aber bis dahin ist noch einiges Sinn. Gut, das war es auch schon zu Rocket Labs, nur dass der Start jetzt noch verschoben wurde. Aber jetzt kommen wir zum Raketenblock von Frank. Und jetzt kommen wir zu den großen Raketen, nämlich Omega. Ja, die Omega. Ja, okay, also es gibt eine neue Rakete, beziehungsweise eine neue alte Rakete. Oder ein altes Konzept, das jetzt einen Namen erhalten hat, so rum, nennt sich Omega. Das A ist groß geschrieben, damit der Name alleine schon mal richtig hässlich wird.
Und zwar ist das die Rakete von Orbital ATK, die schon seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung ist. Na gut, nicht ewig, aber irgendwie seit ein paar Jahren schon, also praktisch seit die, ja, seit Orbital ATK heißt, glaube ich, wenn nicht sogar noch etwas eher, fing das an mit der Entwicklung, dass man eine neue Rakete entwickeln wollte, die mit Feststoff, ja, Motoren halt aus Feststoffmotoren aufgebaut ist. Fast komplett. Ganz oben soll es sollte keine Centaur-Stufe sein, es sollte irgendeine Wasserstoffstufe sein, die noch nicht näher spezifiziert ist. Irgendwie sowas war das. Also hier in dem Cutaway steht RL10, genau. Ja. Ich konnte mich erinnern, dass ich irgendwo noch was anderes gelesen habe, oder vielleicht verwechsel ich das gerade. Genau, und die Boosterstufen heißen Castor. Ja, Castor heißen die schon immer. Also wenn du dir die Minotaur C zum Beispiel anguckst, da steckt unten ein Castor 120 drin. Also sind das auch alte Atomraketenteile? Nicht unbedingt, das dürfte eine Neuentwicklung sein. Ja, Feststoffbooster, das ist doch immer. Aber so von der Sache her. Es ist halt keine spektakulär neue Technik. Also die hat. Aber war die Minotaur nicht auch eine Atomrakete? Es verwendet die gleiche Technik wie die Minuteman-Rakete, glaube ich. Oder Peacekeeper, eins von beiden. So im Prinzip hat man da einfach die. Ja, man hat halt gesagt, okay, wir benutzen die gleiche Technik, aber wir bauen das jetzt nur für diesen zivilen Einsatz. Und damit war es dann nicht mehr militärisch. Ja, sehr schön. Ja, das war das Problem, ne? Also Orbital ATK, also nein, Orbital Sciences damals, hatte ja die Pegasus-Rakete gehabt und die war zivil. Und die hatten auch umgekehrt. Die Pegasus halt, war die vom Flugzeug aus. Genau. Und gleichzeitig hatten die auch das waren die Minotaur-Raketen ursprünglich, was halt wirklich einfach nur, ja, die erste und die zweite Stufe von irgendeiner Minuteman-Rakete und oben noch irgendwie ein Satelliten und eine Oberstufe drauf. Und das durfte man nicht für kommerzielle Nutzlasten benutzen, weil es eine militärische Komponente und es gab dann halt irgendwo ein Gesetz, das sagte, Zeug vom Militär darf nicht für kommerzielles benutzt werden, weil ansonsten Problem für Wettbewerb und so weiter und so weiter. Das war ja schon mit der Apollo-Mission so, dass die Apollo-Astronauten die ganze Zeit irgendwelche Souvenirs zum Mond genommen haben und die dann gewinnbringend verkauft haben. Und da gab es ja schon Anhörungen und so, das darf nicht irgendwie kommerzieller Nutzen aus staatlich geförderter Raumfahrt. Also nicht nur beim Militär, sondern auch bei, in Anführungsstrichen, ziviler Raumfahrt. Beim Apollo-Programm war das schon so. Weil halt jeder irgendwie Angst hat, oh, da könnte es ja ein Problem geben, da könnte es ja Konkurrenz geben für die Privatwirtschaft. Ja. Ja, also jedenfalls die neue Rakete soll wohl kommen. Sie ist dafür geplant, dass man militärische Nutzlasten startet. Soll heißen, also private Nutzlasten praktisch kommt gar nicht vor als Business Case. Weil, ja, SpaceX ist so billig. Da kommen die nicht mit. Mit der Technik jedenfalls nicht. Letzten Endes ist die Technik so ähnlich wie auch das, was man beim Space Shuttle benutzt hat. Man hat ein Segment und zwei Segment Booster. Es gibt einen Castor 600 und Castor 1200. Es gibt also eine mittlere und eine große Größe und dann noch eine ganz große Größe, weil die ganz große Größe hat dann nochmal Seitenbooster noch zusätzlich. Also heißen, das ist so ein bisschen das allerletzte Aufgebot von den Feststoffboostern. Und ja, es gab schon Kommentare, es erinnert doch sehr an die Ares-1-Rakete, die nie so richtig gebaut wurde. Es gab mal einen Prototypen, Ares-1X. Sagt ihr das noch was? War das die mit dem, die so kopflastig war? Genau. Ja, die kenne ich. Ja, mit der halt irgendwie der Astronaut beim Constellation-Programm, das ja George W. Bush Jr. ins Leben gerufen hatte, hatte man gesagt, okay, wir bauen eine große Rakete, die nur Fracht hochbringt und eine kleine Rakete, nämlich die Ares-1, die dann Menschen hochbringt. Und
die bestand dann praktisch aus einem Feststoffbooster wie beim Space Shuttle und einer Oberstufe. Und ja, aus dem Ding wurde dann halt nichts, aber irgendwie das Konzept blieb erhalten. Dann hat man gesagt, ja, die Oberstufe, da reden wir mal mit der ESA und besorgen uns das Vulkan-Triebwerk oder irgend sowas und bauen eine Wasserstoff-Oberstufe für das Ding und unten halt diesen Feststoffbooster und das Ganze nannte man dann Liberty. Ein furchtbarer Raketenname und der dazu ist es nicht gekommen und das ist jetzt so der, ja, das, was davon übrig blieb von dem Konzept. Und von allen Konzepten, die es in der Richtung gab, ist das auch noch das Vernünftigste, aber ich bezweifle sehr, dass billig wird. Über Preise spricht man hier sowieso irgendwie gar nicht. Ist das jetzt, weil Orbital ATK den Vertrag mit der ULA nicht bekommen hat für das Triebwerk? Was jetzt Blue Origin bekommen hat und die jetzt sagen, ja, da bauen wir halt unsere eigene Rakete weiter. Wir haben da noch was in der Schublade gehabt. Es gab so einen Kontrakt von der Air Force, die halt gesagt hat, ja, also es ging halt um diese neuen Triebwerke, dass man, die Air Force sucht halt nach neuen Raketen für große Nutzlasten, nachdem die ja, das 5 Jahren letzten Endes russisches Triebwerk hat. Die Delta 4 fällt recht absehbar aus, weil sie einfach viel zu teuer ist. Und komplett auf die Falcon 9 will man sich nicht verlassen. Ob aus der Vulkan-Rakete tatsächlich was wird, da ist man sich nicht ganz so sicher. Offensichtlich. So zwischen den Zeilen, ne? Ansonsten 2 hätten ja gereicht. Und von daher gibt es da zumindest noch die Chance, dass man auch noch einen dritten Mitbewerber hat, damit man am Ende garantiert 2 hat, die irgendwie was liefern können. Und ich glaube, auf was in der Richtung läuft das Ganze hinaus. Ich lese gerade die Kommentare unter dem Spaceflight Now-Artikel und da meinte jemand, ja, das A sieht schon ziemlich hässlich aus und jemand kommentiert drunter, ja, aber immer noch ein besserer Name als SLS Light. Ja, es ist halt es holt einen nicht so, es ist so ein bisschen meh. Es ist so ein bisschen meh, ja. Es bleibt auch heute noch bei meh. Es tut mir echt leid, aber das wird heute eine Meh-Sendung, was Raketen angeht. Ja, wir haben dafür andere Themen diese Woche. Wann sollen die dann, gibt es eine Zeitlinie? 2019 soll es ausgesucht werden, nächstes Jahr, und ich glaube dann irgendwie Anfang der 20er Jahre, schätze ich mal. 2021 soll die Intermediate-Version. Roaring Twenties. Jetzt kommen wir bald in eine Zeit, wo wir wieder 20er und 30er Jahre sagen können und nicht mehr Nuller und Zehner. Ja, genau. Stimmt, die 20er. Oh Gott, na hoffentlich enden sie diesmal etwas besser als vor 100 Jahren. Ach, ich sehe da, bist du viel zu pessimistisch. Ich bin viel zu pessimistisch. Na gut, vielleicht sollte ich den hier den YouTube-Kanal The Great War nicht mehr angucken. The War to End All Wars. Vielleicht brauchen wir wieder einen Krieg, um alle Kriege zu beenden. Juhu, weil es ja beim letzten Mal so gut geklappt hat. Naja, wir hatten danach nur einen großen noch. Je nachdem, wie man fragt, ne? Ja, jedenfalls den Kanal kann ich immer noch empfehlen. The Great War. Wie heißt der? Ich glaube Great War einfach nur. Ja, ich glaube The Great War YouTube. Wie lange läuft denn noch? Bis 2019, oder? Für 2018, aber die haben ein Nachfolgeprojekt, läuft schon für über den Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich finde, Zweiter Weltkrieg, ich weiß nicht. Das ist dann ein Kooperationsdingens. Also die wollen eine Kooperation von einer ganzen Reihe von YouTubern machen, die dann halt alle gemeinsam über den Zweiten Weltkrieg so auch so in der Timeline und so weiter. Aber ich finde das ist doch so, Zweiter Weltkrieg ist doch schon so totgeyoutubed. Wieso machen sie nicht mal, keine Ahnung, einen 100-jährigen Krieg oder einen 30-jährigen Krieg? Dann hätten sie wenigstens mal ein bisschen was zu tun die nächsten 30 bis 100 Jahre. Weil man halt eine gewisse Reputation mit dem Ersten Weltkrieg dort, mit der Berichterstattung über den Ersten Weltkrieg aufgebaut hat. Ja, aber es kann doch nutzen, um mal einen Krieg zu beschreiben, der nicht so bekannt ist. Ich meine, 30-jähriger Krieg war auch ganz schön heftig. Ja, aber da hast du nicht so viel Material.
über das dich unterhalten kannst. Ja. Es ist, ich finde auch dieses wöchentliche, dieses, ich finde das, das ist mir viel zu ereignisgeschichtlich. Das kann ich als Historiker nicht gutheißen, ehrlich gesagt. Das kannst du nicht gutheißen. Okay. Naja, es aber ist es halt, gibt eine Menge Leute, die es sehr, sehr wohl gutheißen. Und ich fand's ein tolles Format. So 100 Jahre danach kriegst du jede Woche so deinen Bericht, wie läuft's gerade im Krieg. Also die Deutschen, die haben noch echte gute Chancen. Also du, ich meine, die haben gerade die Russen rausgekegelt und so richtig gut stehen die Franzosen und die Briten auch noch. Du, das wird noch was. Also ich möchte jetzt natürlich die Arbeit von hier Indy und seinem Team nicht schlecht reden. Die machen bestimmt ganz gute Arbeit, aber ich bin kein Fan von Militärgeschichte. Das ist ja. Ja. Ich habe jetzt dieses Jahr einen Kurs über England im 17. Jahrhundert. Da wird gerade der Kapitalismus erfunden. Das ist sehr spannend. Mhm. Und die haben auch ständig Kriege. Also da gibt es ein Civil War nach dem anderen. Und irgendwann weiß man gar nicht mehr, was jetzt oben und unten ist. aber dann haben die irgendwann damit aufgehört und dann kam die Glorious Revolution. Dann ja Roll the Waves und so, ne? Ja, da wird auch erzählt, warum New York New York heißt, weil das wurde ja von Holländern gegründet. New Amsterdam hieß es genau, mal. Genau, und dann wurde es nämlich nach dem, ich glaube, irgend so ein Verwandten von Charles II. War der Chef, der Herrscher über York, irgendwie, ich glaube, Graf von York. Oder okay, ja, so und dann zu dessen Ehren wurde es dann in New York umbenannt. New York, New York. Genau. So, bitte Frank Sinatra jetzt. Nein, das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht, so ein Scheiß. Hast du noch was zu Omega zu sagen? Habe ich noch was zu Omega zu sagen? Ja, bleibt abzuwarten. Irgendwie so, ich bin wenig begeistert, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Sonst heißt warum redet ihr nicht über die Omega? Weil es ist eine große Rakete, die angekündigt wird, die wahrscheinlich auch kommen wird. Ich bin gespannt, wie viel das Ding am Ende kosten soll. Ich finde, man sollte die jetzt in Zukunft nur noch Omega sagen, mit 3 A mindestens. Mit 3 A mindestens, na gut. Jedenfalls, wenn ich jemals bei Golem darüber schreiben will, dann darf ich die nur Omega mit kleinem A nennen. Weil wir haben einfach eine strikte Regel, dass so ein Scheiß nicht gemacht wird. Und womit? Mit Recht. Mit Recht, genau. Gut, wollen wir weitergehen? Wir haben noch mehr Raketen zu besprechen. Machen wir weiter. Lange Marsch 5. Wir sind bei der Lange Marsch 5 gelandet, genau. Beziehungsweise die ist ja gelandet, wenn auch unkontrolliert. Irgendwo im Pazifik, glaube ich. Ja, zum Glück nicht bei irgendjemand im Wohnzimmer. Ja, zum Glück nicht, ne? Weil die wurde von Hainan aus, vom neuen Weltraumzentrum Wenchang aus gestartet. Und zwar Richtung Pazifischer Ozean. Eigentlich nicht Richtung Pazifischer Ozean, sondern Richtung Orbit. Ich glaube, geostationäre Orbit war direkt angepeilt. Und das hat nicht funktioniert. Hat damals nicht funktioniert, weil, wie man jetzt rausgefunden hat, es gab ein Problem am Auspuff sozusagen, am Auspuffsystem der Turbopumpen. Weil die Lange Marsch 5 Rakete ist ja so der etwas vernünftigere Klon von der Ariane 5 mit nicht Feststoffboostern, sondern Flüssigboostern, die auch super funktioniert haben, so mit Kerosin und Sauerstoff und so und Hauptstromtriebwerke YF100, was halt so, ja, nicht unbedingt ein Nachbau, aber so inspiriert von russischer Technik ist letzten Endes, auch relativ effizient ist, etwas effizienter als zum Beispiel Merlin-Triebwerk von SpaceX, so in der Größenordnung vom NK-33 von den Sowjets, nur nicht ganz so leicht. Jedenfalls ganz ordentliches Triebwerk, funktioniert auch super, treibt auch die Langmarsch 6 an, was ja die kleine Rakete von der Langmarsch von der neuen Langmarsch-Rakete-Familie ist und die Langmarsch 7, was die mittelschwere ist, die treibt es auch an und die Langmarsch 5-Rakete, damit alle gut verwirrt sind, das ist die große Rakete. So, 4 Booster mit jeweils 2 solchen Triebwerken. In der Mitte ist eine wasserstoffgetriebene Kernstufe,
mit zwei Triebwerken, die zusammen ungefähr so viel Schub haben wie so ein Vulkan-Triebwerk, plus dafür anderthalb mal so viel wiegen insgesamt. Also es ist nicht absoluter Leichtbau, aber muss es auch nicht sein, weil es ist ja nur die zweite Stufe und es gibt ja noch eine dritte. Und ja, Gasgeneratorantrieb. Also so heißen, man verbrennt ein bisschen Wasserstoff mit Sauerstoff, um halt in, ja, letztendlich einen heißen Dampf zu haben, mit dem man eine Turbine antreiben kann, mit der man die Pumpe antreiben kann, die dann den Treibstoff vom Tank in das Triebwerk reinschiebt. Und dieser Gasgenerator, nachdem der die Turbine angetrieben hat, der hat dann da hinten einen Auspuff und da gab es wohl irgendwo ein Problem. So richtig genau sagt man es nicht, aber in Anbetracht dessen, dass die Turbine sehr viel Leistung verloren hat, dann im Anschluss, gehe ich mal davon aus, dass das direkt an der Turbine war. Schätze ich mal, weil es hat dafür gesorgt, dass man eine ziemlich große Fahne gesehen hat, die rauskam während des Fluges. Und da, ja, man hatte da schon Bedenken gehabt und irgendwann war dann halt offensichtlich, okay, das Ding wird den Orbit nicht mehr erreichen. Ja, war blöd. Das wird zu laut. Ja, hat für, ich glaube, 1 bis 2 Jahre, hat dafür gesorgt, dass man die nächsten Missionen um 1 bis 2 Jahre verschoben hat. Und das sind halt so richtig wichtige Dinger gewesen. Also der Aufbau der neuen Raumstation von China, ja, sollte halt damit erfolgen, weil die hat halt die Nutzlast, um große Module hochzubringen. Und die anderen Raketen haben das nicht so wirklich. Und natürlich Chang'e 5, die Landemission auf dem Mond, die dann auch eine Probe zurückbringen soll. Chang'e 4 kommt dann auch noch irgendwann. Ich glaube, die kommt jetzt dann doch noch vor Chang'e 5. Man sollte meinen, das wäre normal, aber geplant war eigentlich, dass man erst Chang'e 5 startet und dann irgendwann Chang'e 4. Chang'e 4 ist eigentlich so, ja, das Ersatz, die Ersatzmission gewesen für Chang'e 3, falls Chang'e 3 nicht funktioniert, aber hat ja funktioniert. Also Landung mit einem Rover auf der Mondoberfläche, und Chang'e 4 ist jetzt noch etwas ambitionierter, auch wieder Landung, auch wieder mit Rover, aber auf der Rückseite vom Mond, was bis jetzt noch nie jemand gemacht hat. Und ja, da kann man drauf gespannt sein. Am Ende, der Boden wird dort auch sehr grau sein. Es wird nach Mond aussehen. Ja, vielleicht ist er auch orange, der Boden. Ja, es gibt ein paar orange Stellen. Es gibt mit Sicherheit auch noch ein paar andere Farben auf dem Mond zu finden, aber so im Prinzip wird das dort mondförmig aussehen. Wird wieder so eine Mondlandschaft sein. Eine Mondlandschaft auf dem Mond, überraschend. Ja, total überraschend, ne? Aber auf der Rückseite vom Mond. Und naja, es ist schon, also ganz so lächerlich ist das nicht. Also, aber sie fliegen da schon bei Neumond hin und nicht, wenn es dunkel ist. Nicht unbedingt Neumond, aber je nachdem zu- oder abnehmender Mond mit Sicherheit. Ja, also ist natürlich, bei Vollmond würde ich da nicht hinfliegen. Sag ich, bin ich ganz ehrlich. Weil dann ist hinten dunkel. Aber ich glaube, das Ding soll sowieso, wird wieder eine ganze Weile dort unterwegs sein. Ich meine, U2 und halt, ja, Chang'e 3 und U2 war der Jadehase, also der Rover wurde U2 benannt. Ist ja eine ganze Weile unterwegs gewesen. Ich glaube, funktionieren. Also irgendwie, die haben diverse Fehlfunktionen gehabt, aber so teilweise haben sie immer funktioniert noch. Konnte sich bald nicht mehr bewegen, aber so irgendwie UV, irgendwas. War das ein UV-Teleskop, das die hatten? Irgend sowas hatten die noch und das hat noch funktioniert. Also die haben so diverse Teile, die noch eine ganze Weile funktioniert haben und das wird dann dort auch so sein. Natürlich kann man die Mission dann nicht direkt von der Erde aus steuern, weil falsche Seite, ne? Also braucht man noch irgendeinen Relais-Satelliten und der soll dann demnächst gestartet werden. Okay. Ja, wie gesagt, Langer Marsch 5, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann soll der nächste Flug sein? War das noch dieses Jahr oder nächstes Jahr? Das ist jetzt die ganz große, oder? Das ist die ganz große. Das steht hier bei dem gar nicht da, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich hatte irgendwo eine andere Quelle gehabt, die ich jetzt hier nicht verlinkt hatte. Ich glaube im Zweifel zwar entweder Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Also hier steht November 2018, Wen Cheng, also die Payload ist Shijian 20. Shijian 20, Shijian, ja. Genau. Versuchssatellit 20 oder Versuchs ja. irgendwas. Und dann 2019, 20. Shanghai 5, Lunar Sample Return, genau. Und dann, was ist genau. denn Tianhe Space Station? Tianhe ist, Tianhe ist das, also Tian ist wieder der Himmel und He ist Harmonie. Ah, also nicht mehr Himmelsblast, sondern Himmelsharmonie. Ja, aber das ist die zentrale, das ist der Knoten sozusagen. Der Knoten von der Raumstation. Okay. Der mittlere Teil. Gibt es nicht auch ein Harmony-Modul von, genau, Harmony-Modul, welches war das? Das war doch ISS-Modul. Ja, ja, ISS-Modul, Current Buffing Port, Utility Hub Node 2. Also, ja, letzten Endes, vom Namen her ist das das Gleiche, ne? Ja, das eigentliche Wort Harmonie heißt übrigens Hirche. Und das klingt so ähnlich wie Flusskrebs. Ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie genau der Unterschied war zwischen den beiden. Ich glaube, Hirche ist Harmonie und Hirche ist der Flusskrebs. Und wenn sich Chinesen über die Politik lustig gemacht haben, haben es zumindest eine ganze Zeit lang von Flusskrebsen geschrieben. Um die Zensur zu umgehen, oder was? Genau, ja. Okay. Ich bin ja fest Überzeugung, dass wir das der erste Mensch auf dem Mars Chinese sein wird. Kann passieren. Weiß ich nicht. Also, was zu nationaler Raumfahrt angeht, der nächste Mensch auf dem Mond, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja. das ein Chinese wird. Also nationale Raumfahrt, da machen die, sind die Chinesen ziemlich weit vorne gerade. Ja. Nationale Politik nicht so richtig. Ja gut, es ist vielleicht deswegen ist die Raumfahrt so weit vorne, weil man nicht so viel auf Kapitalismus gibt oder auf Menschenrechte. Ja, man darf abwarten. Also die haben halt einen sehr großen Vertrauensvorschuss von der Bevölkerung, weil ihr es sehr viel besser geht als zu allen Zeiten. Also wortwörtlich zu allen Zeiten. Von daher werden die noch eine Weile relative Kritikfreiheit genießen können. Also so wie die Amerikaner in den 60er Jahren? Also ging es ja den Menschen auch ganz gut? Greatest Generation und so? Ja, solange wie man nicht die falsche Hautfarbe hatte oder so, dann schon, ja. Ja, aber bei den Chinesen gibt es bestimmt auch unterdrückt. Bei Chinesen ist so ähnlich, ja. Also, je nachdem, wo man ist. Also, gut, in Xinjiang haben die halt das Problem, dass die dort tatsächlich halt öfters mal so Anschläge haben. Und die Sache mit der Terrorangst ist dort wesentlich berechtigter als in den USA beispielsweise. Ja, hast du diese Statistiken gesehen? So häufigste Todesfälle und dann so am Terroranschlag sterben so 0,01%. Und dann hat man das mal für den Irak sich angeschaut und da war am Terroranschlag sterben irgendwo bei 20%. Das müsste ich mir mal angucken. Das war irgendwie so eine Statistik. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die habe. So häufigste Todesursachen und dann halt, ja klar, irgendwie so kardiovaskuläre Erkrankungen waren ganz vorne und ja, klar. Am Terroranschlag also, sterben so weltweit. Herzkreislauf, Krebs sind immer so die zwei. Und dann Lungentrakt, ne? Ja. Unterer Lungentrakt oder so. Das sind so die drei häufigsten. Halt das, was ja am Ende stirbst, immer an irgendwas, das nicht heilbar ist. Ne? Ich glaube, kardiovaskulär, also Herz-Lunge hängt ja irgendwo zusammen. Herz-Kreislauf. Ja. Das ist Herz-Kreislauf und Lunge ist nochmal extra. Und dann halt Krebs und das ist ja dann meistens irgendwas mit Lunge, Herz oder Kopf. Oder ich glaube auch so Bauchspeicheldrüsenkrebs, also Darmkrebs ist genau, auch Darmkrebs. Und so weiter und so weiter. Steve Jobs ist doch an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Ja, eine der wenigen Varianten, die relativ selten sind, aber dafür gut behandelbar gewesen wären. Aber warum ist er dann? Weil er sich nicht hat behandeln lassen. Ach so. Ja, ich weiß nicht, der wollte irgendwie, was hat denn der gemacht? Der hatte irgendwie so.
irgendwie eine spezielle Diät oder so hat der er war, gemeint, der war zeitweise Frutarier, deswegen, es gibt ja die Mythologie, dass Steve Jobs teilweise Frutarier war und dann deswegen halt seine Firma nach einem angebissenen Apfel nannte, weil er immer einen angebissenen Apfel auf dem Tisch hatte. Ja, ja. Ja, es ist auch egal. Ja, genau. Wollen wir nicht darüber weiter. Sind wir da gelandet? Ich weiß gar nicht mehr wie. Wie man stirbt in China. Ach so, stimmt, irgend sowas. Genau. Ja. China sehen und sterben. Wollen wir weitermachen? Machen wir weiter, bevor es hier noch ganz morbide wird. Genau. Ich habe jetzt noch was aus dem Bereich kuriose Weltraum-Startups. Nachdem wir uns ja letztes Mal köstlich über wie hieß das, Orion Span mit der Aurora Space Station lustig gemacht haben. Erinnerst du dich? Ja. Habe ich jetzt. Wie soll ich das vergessen? Das wird schwierig. Habe ich jetzt. Ich habe den Newsletter jetzt in meinen. Habe ich mich angemeldet. Die haben jetzt erst neulich geschrieben, wie toll sie doch sind. Okay. Also, ich werde das weiterverfolgen. Das werden wir nicht vergessen, die Orion Span. Aber ich habe jetzt hier ein neues Startup, das nennt sich Earth Now. Und die wollen etwas machen, was ja viele Leute glauben, was es schon gibt, nämlich live Google Earth. Ich weiß nicht, das ist manchmal so ein Gerücht, so, ja, wenn man irgendwie 100 Euro im Monat zahlt, bekommt man live Google Earth. Das war mal so, weißt du, so Hoaxes im Internet. Tatsache, okay. Also natürlich gibt es das nicht wirklich, aber die wollen das gut, jetzt. Gut, der Hoax ist an mir vorbeigegangen. Ja, und das wollen die tatsächlich machen. Die haben jetzt gerade ihre erste Investmentrunde durch, werden finanziert von Airbus, Softbank, Bill Gates und Greg Wühler, den kenne ich jetzt nicht, aber Bill Gates kennt man ja und Airbus auch. Greg Wühler, den habe ich auch schon öfters mal. Year OneWeb, genau. Ah, stimmt, genau. Und genau, sie wollen halt so eine Megakonstellation an Erdbeobachtungssatelliten starten, die halt live Video-Feeds zur Erde senden. Ich weiß jetzt nicht, wie live das ist, ob das wirklich 30 Frames pro Sekunde ist oder ein Frame pro Minute. Auf jeden Fall wollen sie das jetzt quasi starten und mehr aber, genau, es wurde gegründet 2017 ja, mehr gibt es davon auch nicht zu wissen. Aber ich fand das sehr lustig, dass das tatsächlich jemand mal macht, live Google Earth. Mm. Also Erdbeobachtung in Echtzeit. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, die wahrscheinlich für Katastropheneinschätzung ganz praktisch ist. Aber. Ja, aber im Zweifelsfall irgendwie so ein bisschen, wenn ihr so sagt, hey, hier verlässt jemand gerade sein Haus, bitte überwacht den doch mal, wo der hinfährt. Dafür gibt es ja schon die Keyhole-Satelliten. Ja, aber wenn du das dann halt mit einem ganzen Netzwerk machst, bei so einem Keyhole-Satelliten, ja, die. Also die sind halt unterwegs mit 8 Kilometern pro Sekunde und irgendwann sind die außer Reichweite. Aber wenn du ein ganzes Netzwerk hast, dann kannst du auch wirklich sagen, hey, wir bezahlen euch, vertröstet mal alle Kunden und beobachtet jetzt nur den. Ja, ich vermute, dass das nie passieren wird und dass wir uns da keine Sorgen drum machen müssen. Ich bin da hinreichend paranoid zu sagen, das wird irgendwann passieren. With Earth Now's constellation of satellites, you will see events unfold as they happen in real time. Genau. Tja. Und sie werden auch auf dem Satellitenbus von OneWeb Also Militär aufbauen. Auf jeden Fall. Also du kannst dann halt sofort sagen, okay. Aber gut, kann das Militär das nicht schon längst? Ja, mit Drohnen oder so. Ja, aber also ich weiß nicht, ob das Militär jetzt gerade auf dieses Startup gewartet hat. Naja, die werden es dankbar annehmen. Wie Iridium halt. Mhm. Iridium war pleite und letztens war es das Militär, die gesagt haben, hey, wir brauchen das noch. Was ich jetzt das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber es fiel mir gerade ein, was ich jetzt ganz spannend fand, hast du das von Planet Labs gesehen, die Satellitenbilder im isometrischen Stil veröffentlicht haben? Ja, normalerweise nehmen die ja plus Bilder von direkt oben, von oben her auf. Was dann immer so aussieht wie, ja, irgendwie Satellitenbilder sind irgendwie komisch. Ja. Ne? Und ja, natürlich können die auch quer irgendwie durch, aber dann hast du halt immer das Problem, da ist Atmosphäre dazwischen.
also mehr Atmosphäre als üblich. Und halt ist weiter weg, ne? Weil, ja, im gleichen Maß, wie du mehr Atmosphäre dazwischen hast, umso mehr Maß ist es halt auch weiter weg. Entsprechend schlechter ist die Auflösung. Aber kann man halt trotzdem mal machen, ne? Ja. Und das sieht dann auch cool aus. Das ist schon sehr schick. Ich wollte es gerade nochmal, Future Zone scheißt mich hier mit Pop-Ups zu. Das geht ja nicht. Also Planet Labs, ich weiß gar nicht, ob die auf der New Space Visions, ich glaube, die sind halten dort auch einen Vortrag. Also einer von denen ist theoretisch, auch da. Theoretisch sollten die, weil die sind 100 Meter, der Firmensitz von denen ist irgendwie 100 Meter von dem Ort weg. Ja, also vielleicht oder können wir 200 mal oder so. Uns mit denen unterhalten. Ich finde die ja sehr sympathisch. Also die machen schöne Sachen. Ich fand die cool, ja. Irgendwie so, die sind relativ sympathisch, ja. Ja. Gut, das war jetzt auch ganz kurz mein Thema Earth Now. Ich fand das sehr lustig, als ich das gelesen habe. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem fast schon obligatorischen SpaceX-Blog. Ja, also Videos habe ich übrigens von denen auch schon gesehen. Aber die haben halt gesagt, ja, wir wissen nicht so richtig, was man damit anfangen kann. Naja, ich hätte da schon ein paar Ideen, aber ich verrate ja, aber ne, würdest du dafür bezahlen? Das ist die Frage. Naja, wenn ich das Geld hätte, wenn ich jetzt so 100 Millionen Euro rumliegen hätte. Fällt dir da etwas ein, dass du mit Videos machen willst, wo du erstens bereit bist, dafür zu bezahlen und zweitens bereit bist, so viel dafür zu bezahlen, dass sich das für die Firma lohnt? Ja, einfach mal so kurz winken und dann, also so als Gag jetzt oder so, oder Hochzeitfilm oder so, oder ja, aber lohnt sich dann der Aufwand? Ja, ob sich das, also Frank, du stellst Fragen, ob sich das lohnt. Wenn man genug Geld hat, lohnt sich alles. Frag mal Jeff Bezos. Ja, aber wenn du ein Geschäftsmodell wirklich aufbauen willst und sagen willst, okay, wir wollen das jetzt hier professionell anbieten, dann sollte nach Möglichkeit eine größere Zahl von Menschen existieren, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil sie nicht nur das Geld ausgeben können, sondern damit dann auch noch mehr Geld machen können. Dann hast du meistens noch am ehesten einen Business Case. Schauen wir dann. Aber wer garantiert einen Business Case hat, ist SpaceX. Moment, wir haben noch eine Rakete vergessen, weil das Thema war ganz oben. Ah, genau, okay. Ja, dann gehen wir kurz zurück zu den Raketen, zu den Nicht-SpaceX-Raketen. Sind ja eher so langweilig, aber du hast eine interessante Rakete gefunden, die nicht von SpaceX ist. Eine kleine. Es wurde angefragt, ich weiß nicht mehr, war das auf Twitter oder war das in den Kommentaren? Da wurde ich nach Callisto gefragt. Ja, du wurdest auf jeden Fall nach Callisto gefragt. Ich wurde gefragt. Callisto ist, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich bräuchte mal irgendwie eine Archivierungsmöglichkeit oder einfach nur etwas mehr Ordnung bei mir im Browser. Also ich wurde gefragt, irgendwie, ich habe es nicht mehr im Kopf, es ging um Callisto. Ja, erzähl doch mal. Okay, also Callisto ist der Plan der ESA, eine Rakete zu bauen, die so ein ähnliches Konzept wie SpaceX testen kann, also hochfliegen und wieder landen. Und das wird keine sehr große Rakete sein. Also das Triebwerk soll 10 Tonnen Schub haben und wahrscheinlich aus Japan stammen. Von daher, wenn das Triebwerk 10 Tonnen Schub hat, kann man sich schon vorstellen, okay, die Rakete kann nicht schwerer als 10 Tonnen sein, also wahrscheinlich irgendwas um die 7 bis 8 Tonnen. Und soll von daher auch nur suborbital fliegen und dann halt wieder runterkommen. Um halt diesen Teil des Teil zu testen von vom Ablauf her, von der Regelung her, dass man weiß, wie das funktioniert. Der erste Flug ist für 2020 geplant. Das ist noch eine Weile hin. Dafür gibt es das Projekt auch schon seit 2016 oder 15 oder sowas. Ist praktisch. Im Budget ist es ein Teil von dem, was man auch, obwohl ich mir nicht sicher, ob es ein Teil davon ist, aber es gibt jedenfalls die Aussage, dass Callisto ungefähr 1-2% der Ausgaben ausmacht, die man für die Ariane 6 und für Vega E ausgibt.
Nun gibt man dafür ungefähr 3,5 Milliarden Euro aus, etwas mehr als 4 Milliarden Dollar, genau. Und jetzt kann man sich ausrechnen, okay, 1-2%, das sind dann so 40 bis 80 Millionen Dollar, die man ausgibt, oder naja, sagen wir 35 bis 70 Millionen Euro, die man dafür ausgibt, um so eine sehr kleine Rakete zu testen. Mit einem Triebwerk, das man extra aus Japan einkauft, weil es das da schon gibt. Und ach Moment, nee, ich hatte irgendwas mit Methan gelesen, aber es sollte wohl doch eine, ja doch, ich habe es kurz vor der Sendung, habe ich noch mal reingeschaut, was bei Callisto alles war, und irgendwo zwischendurch meinte jemand, das Ding soll mit Methan fliegen. Keine Ahnung, woher diese Information kam. Alle anderen haben immer Wasserstoff geschrieben und ich hatte mich schon gewundert. Also soll mit Wasserstoff fliegen. Ja, eigentlich ziemlich teuer. Muss man mal einfach so sagen. Also dafür, dass man extra sagt, okay, wir nehmen ein Triebwerk aus Japan, weil es das schon gibt, und wir bauen so ein Ding. Und angefangen hat man damit ja auch schon vor einiger Zeit. Es gibt jetzt hier eine Space News Seite von 2018, aber wenn man danach sucht, dann findet man Callisto-Projekt auch schon von 2015. Ja, seit 2015 gibt's das. Naja, gut, okay. 5 Jahre bis zum ersten Flug ist eigentlich doch ziemlich lang. Ich meine, für ESA-Verhältnisse ist es relativ schnell, aber alles in allem, naja. Ja, wie gesagt, Plan ist, einmal hochfliegen, wieder zurückkommen, das ganze Boostback-Manöver zu machen. Man betont natürlich, nein, das ist was völlig anderes als SpaceX. Ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ist ja auch an sich nicht weiter schlimm, dass man letztendlich das Gleiche macht wie SpaceX. Man muss es halt nur einfach mal machen. Ja. Und ja, das Problem ist jetzt halt, ich weiß nicht, 5 Jahre, das ist so ein Zeitraum, da hat SpaceX Firmengründung gemacht, eigenes Triebwerk entwickelt, 2 eigene Triebwerke entwickelt, dann eins der Triebwerke, nämlich das Merlin-Triebwerk, irgendwie in 3 Generationen weiterentwickelt, hat dann die ersten beiden Falcon 1 Raketen schon gebaut und geflogen. Und ja, diese 5 Jahre braucht man jetzt damit, ein vorhandenes Triebwerk zu einer Rakete zusammenzubauen und die zum ersten Mal fliegen zu lassen, wenn der Zeitplan hält. Ja, die Mühlen der ESA arbeiten halt langsamer. Ja. Das ist wirklich irgendwie so. Mensch, Leute, geht sowas nicht irgendwie etwas schneller? ja. Was ich auch gesehen hatte, der Emmanuel Macron, der Premierminister von Frankreich, ja, ist er doch. Ja. Sprach jetzt auch schon davon im Zusammenhang mit der Ariane 6 Rakete, dass man Bi-European braucht. Also letzten Endes, dass man irgendwie gesetzlich festlegen soll, dass in Europa nur Flüge mit europäischen Raketen gekauft werden sollen. Ja, genau. Deutsche kauft nicht bei SpaceX oder so. Ja, so ungefähr. Die Rede kann man sich übrigens angucken auf YouTube. Ist halt dann auf Französisch. Ist dann auch Französisch, ja. Das ist ein Problem. Mein Französisch ist nicht übermäßig toll. Ich habe mir das angeguckt mit Untertiteln letzten Endes. Es sind automatisch generierte Untertitel von Google, und es ist zumindest leichter. Es ist leichter, dem zu folgen mit diesen Dingern, auch wenn die wahrscheinlich nicht zuverlässig sind, weil kennt man ja von allen anderen Sprachen, aber Französisch ist eine Sprache, die sehr schnell gesprochen wird, und von daher ist das sehr hilfreich für mich. Ich verlinke das Video mal. Ja.
Der Macron hat jetzt übrigens auch einen Executive Space Deal mit Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische, nee, Vereinigte Arabische Emirate unterzeichnet. Okay, das ist ein Unterschied. Ja, deswegen habe ich mich korrigiert, weil ich die beiden immer verwechsel. Aber ich glaube, es war UAE, also United Arabian Emirates. Ja. War jetzt in Saudi-Arabien nicht Revolution? Da war irgendwie eine komische Meldung. Wahrscheinlich. Ja, nur hat es doch kommentiert mit Pakt verträgt sich. Ja, ich habe keine Ahnung, was genau dort los gewesen ist. Also die offizielle Version ist, man hat auf eine Spielzeugdrohne geschossen. so richtig glaubt man es nicht. Aber wo wir gerade beim Thema Saudi-Arabien und Raketen sind, hast du gesehen, wie dieser eine Marschflugkörper da in Riad abgestürzt ist? Die Abfangrakete meinst du? Das habe ich gesehen. Das war schon gruselig. Also auf einmal flog die auf einen zu. Ja, das ist das Problem mit Abfangraketen, ne? Die sollten nicht abstürzen. Ja, es sah nicht so nach Absturz aus, mehr so nach sehr schnellem Kurswechsel Richtung Kameramann. Ja, irgendwas in der Größenordnung wie das, was man bei der Protonrakete auch erlebt hat. Ne? Irgend sowas. Also mit Sicherheit eine Fehlfunktion im Sinne von Vorzeichenfehler oder irgendwas in der Richtung. Also einfach umgedreht und zurück. Apropos Proton-Rakete. Die Proton-Rakete ist ja von Russland gestartet, wird ja von Russland aus gestartet. Kommt vor. War lange Zeit sehr beliebt, so in der kommerziellen Raumfahrt, weil relativ vergleichsweise billig im Vergleich zu anderen. Hatte dann ein paar Probleme, halt unter anderem sagten Flug, wo man einen Sensor falsch rum eingebaut hatte. Und dann die Versicherungsraten verdoppelt wurden. Was sehr schlecht ist, weil die Versicherung kommt ja nicht so sehr dafür auf, was die Rakete gekostet hat, sondern dafür, was da oben drauf steht. Und wenn man da dann eine Versicherungsrate hat, die nicht mehr 5% ist, sondern 10% ist, dann ist der Preis der Rakete eigentlich fast egal, weil irgendwie 5% mehr Versicherungsrate heißt, du hast einen Satellit obendrauf, der, was weiß ich, 300 Millionen kostet. 5% von 300 Millionen, naja, das sind dann mal eben 15 Millionen, die du bezahlen musst. Mehr bezahlen musst als bei anderen Raketen. Das heißt, eigentlich musst du nicht den Preis der anderen unterbieten, sondern musst den Preis der anderen Leute mit um 15 Millionen unterbieten. Und dann wird es dann langsam schwierig. Und das hat jetzt auch der schon wieder Premierminister, Rogozin, glaube ich, ja. von Russland eingesehen und gesagt, dass Russland nicht mit SpaceX konkurrieren sollte. Der Premierminister ist immer noch mit Medvedev. Ach scheiße, wer ist denn dann Rogozin? Ich muss mal kurz Rogozin Russia, muss kurz schauen. Der stellvertretende Deputy PM. Der stellvertretende Premierminister. Genau, stellvertretender, genau. Ja. Der meinte das halt. Nationalist. Okay. Ja, Dimitri Rogozin, ja. Genau. Okay, und jetzt gibt es dann halt die Meldung von der TASS. Ja, dass man das halt nicht machen will, weil der Marktanteil von den eigentlichen Raketen sind nur 4% vom gesamten Markt vom Weltraum. In gewisser Weise hat er damit natürlich recht, ne? Also wie gesagt, der Satellit ist fast immer mehr wert als die Rakete, mit der er gestartet wird. Die Umsätze werden mit den Satelliten gemacht. Es kommt dann immer noch mal eine ganze Menge an Kosten für Betrieb von Satelliten und Bodenstationen und so Kram halt dazu. Ne? Also damit hat er nicht Unrecht. Also es sind 4% so vom Ganzen. Es ist nur ein kleiner Teil davon. Aber so ein bisschen so, die Trauben, die sind mir doch nur viel zu sauer. Ne? So ein bisschen das Gefühl hat man. Ne? Ja. Kennst du die Aesop-Fabel mit dem Fuchs und den Trauben? Das ist Deutschunterricht, 6. Klasse, das ist lange her. Erzähl sie mir nochmal. Ein Fuchs kommt, sieht irgendwie ein paar Trauben und er will an die Trauben ran, weil die so schön süß sind und freut sich und kommt aber nicht ran.
irgendwann gibt er enttäuscht auf und sagt, ach, die sind ja viel zu sauer. Ach so, ja, genau. Und so ist jetzt, Rogozin mit SpaceX. Weil so ungefähr, so ungefähr. Ich fand ja SpaceX schon immer scheiße oder so. Nee, das war noch nie wichtig gewesen. Achso. Raumfahrt war für Russland noch nie wichtig gewesen. Ja, so ungefähr, ne? Das Geld ist hauptsächlich, ne? Hier, Payloads Manufacturing is where the good money can be made. The bad money, das schmutzige Kapitalistengeld. Nein, doch, sind ja auch als Kapitalisten Russland. Ja. Lustiger Fun-Fact zu Dmitri Rogozin. 2012 kündigte er an, er möchte in Zukunft mit einem GAZ 2975 Tiger zur Arbeit fahren, was ein gepanzertes Mehrzweckfahrzeug ist der russischen Armee, um für dieses Produkt zu werben. Juhu, andere fahren mit Elektroautos. Mit Fahrrad, ne? Ja, und er fährt mit einem 5,3 Tonnen Gefechtsgewicht schweren zweiachsigen Mehrzweckgewendelagen russisches Automobilhersteller auch als Polizeifahrzeug verwendet. Juhu. Wie gesagt, im Prinzip war es absehbar, dass irgend sowas passiert, weil Proton-Rakete ist halt so unzuverlässig geworden, halt wie gesagt wegen Versicherungskosten, dass man nicht mehr sehen konnte, wie die da konkurrieren sollten. Also die haben zwar gesprochen von, ja, wir kriegen das irgendwie hin, mit für 60 Millionen US-Dollar so eine Proton-Rakete zu starten, die dann ungefähr die gleiche Leistung hat, die auch von SpaceX eine Falcon 9 hat. Ungefähr der gleiche Preis, ne? Aber halt wie gesagt, Versicherung ist teurer und da hast du schon ein Problem. Allein schon damit. Und langfristig hat man da irgendwie das Potenzial schon, also man hat schon gesehen, dass denen die Fälle dort wegschwimmen in dem Bereich. Und von daher ist das im Prinzip nur folgerichtig. So ähnlich muss man allerdings auch sagen, wird es wohl oder übel der ESA gehen. Dass sie auch den Kampf gegen SpaceX verlieren? Ja, weil Ariane 6 Rakete fliegt noch nicht. Soll erst 2023 voll fliegen. Also irgendwie der erste Flug ist für 21, 22 oder so angekündigt. Und 23 soll dann die letzte Ariane 5 fliegen und dann nur noch Ariane 6. Und da sagt man halt, ja, irgendwas um die 90, 95 Millionen Euro soll es kosten. Ich glaube 90. Aber es gibt halt, irgendwo hatte ich auch schon einen Artikel gesehen, ich kann den nachher noch verlinken. Den hatte ich in meinem Jahresrückblick 2017 hatte ich den mit verlinkt gehabt. Da hieß es, ja, kommerziell werden wir einen Start anbieten für 130 Millionen US-Dollar. Und bei 130 Millionen US-Dollar, damit kannst du dann mit einer Falcon 9 schon nicht mehr mithalten. Das ist, ja, ne? Also, die sagen halt letzten Endes, okay, wir können zwei Satelliten starten und jeder Satellit kostet dann 65 Millionen US-Dollar. Aber das ist halt das Problem, ja, es sind zwei Satelliten mit einer Rakete. SpaceX kann dir sagen, du willst einen Satelliten starten, okay, du kriegst eine eigene Rakete dafür. Und das kann die ESA dann schon nicht mehr. Also im Prinzip ist der Service dadurch schon mal etwas weniger wert. Und wie gesagt, SpaceX kann das alles jetzt schon. Und die ESA sagt, beziehungsweise Ariane Space sagt, dass sie das irgendwie im Jahr 2023 dann anbieten können. Und das ist noch 5 Jahre hin und SpaceX hat jetzt 8 Raketen gestartet in diesem Jahr. Es ist der 22. April. Das sind mehr Raketen als die ESA. Also ungefähr so viele Raketen, wie die ESA in einem Jahr startet. Und das haben die halt mal eben so in den ersten 4 Monaten des Jahres hingekriegt. Das wird in 5 Jahren wahrscheinlich noch ganz anders aussehen. Da sieht man doch schon, also vielleicht sollte die Ariane Next oder Ariane 7 oder wie auch immer sie dann heißen soll, vielleicht doch nicht erst 2030 fliegen.
Und ich sehe so richtig nicht die ich sehe so richtig nicht die Anstrengungen, die gerade nötig wären, um das alles irgendwie auf in ordentliche Bahnen zu lenken. Mhm. Ich sehe das nicht, weil wenn man sich jetzt bis 2030 damit Zeit lässt, das ist schon böse. Das ist richtig böse. No. Prometheus wird entwickelt, das nächste Triebwerk. Methantriebwerk, 100 Tonnen Schub. Und das ist jetzt schon seit 2016 so. Erster Test 2020 geplant. Und aber wie gesagt, die erste Rakete soll damit erst irgendwie so 2030 oder sowas fliegen. Und es ist doch schon. Ja, es ist echt lange hin. No, also vor allen Dingen habe ich immer das Problem, was man sich verspricht oder was man versprechen muss, damit die ESA das Ganze ernst nimmt. Ne? Und da steht dann halt in so einem Paper unten drin als Abschluss, die Prometheus ist ein ambitioniertes Projekt mit dem Ziel, ein innovatives Antriebssystem zu entwickeln, das mit variablem Schub und mehrfach verwendet werden kann, mit der Herausforderung, optimale Leistung zu erzielen und drastische Kosten zu reduzieren. Und es ist ein innovativer Ansatz im Raketendesign, mit disruptiven, das zu wichtigen und disruptiven Erkenntnissen, nee, nicht Zielen führen wird oder sowas. Und Leute, im Prinzip will man nicht, dass man irgendwie was Ambitioniertes, Innovatives, Disruptives, sonst was macht, sondern ihr sollt was total Langweiliges machen, das einfach bloß gewisse Vorgaben erfüllt und das tut und zuverlässig möglichst schnell und billig macht. Und irgendwie, das scheint nicht das Hauptziel zu sein. Und das merkt man halt auch bei allem Möglichen. Also Vega E ist ja angekündigt für 2024, 2025 oder so. Es gibt ja jetzt erstmal, also Vega-Rakete fliegt ja jetzt schon seit einer ganzen Zeit. Vega C soll demnächst kommen. Die benutzt dann als erste Stufe den Booster, der auch für die Ariane 6 vorgesehen ist, den P120 Booster. Aber halt immer noch drei Stufen oben drüber und die allerletzten beiden Stufen sollen irgendwann durch eine Methanstufe ersetzt werden. Und das ist ein Projekt, das läuft schon seit einer halben Ewigkeit unter dem Namen Mira. Also Lyra-Projekt und Mira ist das Triebwerk, das man dafür entwickelt hat. Das Triebwerk wurde zum ersten Mal 2014 getestet. Und ich weiß nicht, zum ersten Mal, aber es gibt mindestens ein Bild von einem Test von diesem Triebwerk vom Jahr 2014. Das ist jetzt schon 4 Jahre her. Und es wird noch bis ins Jahr 2024 dauern, bis das Ding dann tatsächlich mal fliegt. Und so ein bisschen muss man dann halt auch mal sagen, Leute, es sind 10 Jahre vom ersten Test, der irgendwie erfolgreich gewesen sein soll, bis das Ding irgendwann mal tatsächlich benutzt wird. Das ist ein bisschen viel. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Dafür, dass es einfach bloß ein einfaches Triebwerk ist. Okay, es ist kein ganz einfaches Triebwerk. Es ist wieder mal so Expanderzyklus und super effizient und bla bla. Während das, was man eigentlich braucht, einfach nur ein Triebwerk ist, okay, Methantriebwerk, Oberstufe, sollte die typische Effizienz haben und dann ist das schon sehr viel besser als das, was man zurzeit mit Feststofftriebwerk und der ukrainischen AWOM-Oberstufe erreichen kann. Einfach weil, ja, höhere spezifische Impulse und so, ne? Aber nein, man muss natürlich gleich wieder Expanderzyklus nehmen, anstatt möglichst einfach mit einem Gasgeneratorzyklus daran zu gehen. Ist das gleiche Problem, was man auch Ariane 6 Oberstufe hat, Vinci-Triebwerk,
wo man natürlich auch wieder super stolz drauf ist, aber das Problem ist halt, ja, das Ding ist wieder super effizient und man hat das dann, weil man es gerne der NASA andrehen wollte, dann von 12-Tonnen Schub auf 18-Tonnen Schub irgendwie umgebaut, was bei einem Expander-Zyklus echt schwierig ist. Ja, toll, man hat es hingekriegt, aber man hat dafür, ich weiß nicht, wie viel Zeit und wie viel Geld investiert und das Ding fliegt halt immer noch nicht, ne? Und es ist immer wieder die gleiche Geschichte, ne? Man entwickelt und kommt einfach nicht zu Potte. Weil Prometheus ist eigentlich auch bloß die Weiterentwicklung von der ACE-Engine. Also man hat auch schon zusammen mit Japan ein Methantriebwerk entwickelt und ja, mit einem Schub von 42 Tonnen, glaube ich, nominal und hat das dann noch ausgebaut auf 62 Tonnen. Und jetzt will man das Ganze noch erweitern auf die 100 Tonnen von Prometheus. Anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal erstmal, was das da ist, das fertig entwickelt ist und versuchen schnellstmöglich mal etwas zu bauen, das fliegt und das funktioniert, damit auch die Leute mal das Gefühl haben, sie haben ja was entwickelt, dass das funktioniert und das jetzt auch sehr bald fliegt. Und weil, ich meine, was für eine Arbeitsmoral muss das sein, wenn man ständig an irgendwelchen super tollen Triebwerken arbeitet und sich eigentlich sicher sein kann, also wenn ich ganz viel Glück habe, in 15 Jahren oder in 20 Jahren wird das Ding mal in eine Rakete eingebaut. Ich werde dann wahrscheinlich schon in Rente sein. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur nicht schlecht, sondern sehr, sehr hoch, dass das Ding niemals in irgendwas eingebaut wird, außer in einem Teststand. Was muss das für eine Arbeitsmoral sein? Also, da muss ich wirklich sehr, sehr viel ändern, damit man da irgendwie wieder Land gewinnt. Tja. War das jetzt? Das war der Rant. Das war jetzt dein Wort zum Sonntag. Sehr schön. Ja, der muss da raus. Willst du noch was zu Tess sagen? Ich will gerne was Positives sagen. Tess ist flog letztens mit dem Dragon-Raumschiff zur ISS. Nee. War irgendwie ein bisschen mehr als 100 Kilogramm. Nee. Tess ist nicht, flog nicht mit dem Dragon-Raumschiff. Transiting war jetzt falsch. Ja, total. Remove Debris ist geflogen mit dem Dragon-Raumschiff. Ah ja, genau, da sind wir jetzt. Genau, ja, sorry, ich bin jetzt, ich habe nicht geguckt auf den Plan. Flog, wie gesagt, im Dragon mit und ja, Remove Debris, Name ist Programm. Hat ein paar ganz witzige Dinge drin. Ein Netz, man will mit einem, hat auf jeden Fall erstmal zwei CubeSats drin. Die sollen Weltraummüll simulieren, weil dieser Satellit soll Weltraummüll Einsammelaktionen demonstrieren oder irgend sowas. Und im Wesentlichen ist eins der Experimente, dass man mit einem Netz auf einen CubeSat schießt und den damit praktisch einsammelt. Ja, revolutionär, ne? Du warst ein bisschen enttäuscht, hast du mir vorher erzählt. Ja, weil der zweite Teil davon ist eine Harpune. Und ich hatte nun gedacht, okay, man schießt wenigstens auf ein freifliegendes Objekt mit so einer Harpune, um das einzusammeln. Aber nein, das Ziel, auf das man schießt, ist praktisch an dem Satelliten befestigt, wird dann ausgefahren irgendwie auf ein paar Meter und dann schießt man praktisch im Weltall auf ein befestigtes Objekt mit einer Harpune. Hat mich jetzt nicht begeistert. Ja, tut mir leid. Also das ist so. Es gibt jede Menge, ich meine, ich verstehe das, weil es geht da um Fragen von Sicherheit und dass der Satellit dann nicht außer Kontrolle gerät und nicht selber zu Schrott wird und so weiter. Aber wenn man jetzt auf ein Ziel schießt, das direkt an dem Satelliten verbunden ist, du hast die ganzen Fragen von dein Trümmerteil bewegt sich dann nicht mehr, beziehungsweise du weißt ganz exakt, wo das Ding ist. Man kann immer sagen, okay, ja, aber wir betreiben das Ganze so, als würden wir nicht wissen, wo es ist, aber
So richtig überzeugt mich gerade das Teil mit der Harpune nicht. Der letzte Teil vom Test wird dann sein, dass man ein Segel, glaube ich, ausfährt, um halt, ja, ganz normal zu testen. Also wurde ja schon ein paar Mal gemacht, dass man Segel einfach ausfährt, damit die Oberfläche vergrößert und das ganze Teil schneller abstürzt, weil einfach mehr Widerstand in der Atmosphäre da ist. Selbst wenn der Teil nicht funktioniert, aus dem Orbit von der ISS aus, dauert es, glaube ich, auch bloß nicht viel mehr als ein Jahr, bis das Ding komplett abstürzt. Apropos abgestürzt, Tiangong ist ja inzwischen abgestürzt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast. Haben wir das gesagt? Ja, ja. Ja. Aber willst du nicht jetzt mal über Tess reden? Tess ist letztens gestartet, genau, ja. Gut, ja, Tess ist letztens mit der Falcon 9-Rakete gestartet, ist mehr oder weniger die leichteste Nutzlast, die jemals mit einer Falcon 9-Rakete gestartet wurde, was schon mal, ja, das ist ein Rekord. ich musste kurz gucken, was war denn die erste Nutzlast, die mit einer Falcon 9 Rakete gestartet, mit der Falcon 9 Version 211 Rakete gestartet ist. Flug 6, was war das? Cassiope, ne? Ja, Cassiope. Ich weiß nicht mehr, wie schwer der war, aber der war auch sehr, sehr leicht. Warum ist das Ding so leicht? Also erstmal, was ist es? Es ist praktisch die Nachfolge von Kepler, dem Weltraumteleskop, mit dem man nach Exoplaneten suchen will. Nach der Transitmethode soll heißen, so ein Exoplanet, wenn man Glück hat, liegt dessen Umlaufbahn so, dass er vor dem Stern, um den er kreist, hinwegzieht, und wenn man nur sehr, sehr viele Sterne beobachtet, dann sind ein paar Sterne dabei, bei denen genau das passiert, und auf die Art und Weise kann man dann Planeten entdecken. Das hat Kepler gemacht, und zwar sehr erfolgreich, hat, glaube ich, ein paar tausend Exoplaneten entdeckt, mindestens sehr viele hundert, und ist dann irgendwann ausgefallen, weil ich glaube, so ein Drallrad letzten Endes ausgefallen ist. Mhm. Und das konnte man eine Weile noch kompensieren mit mehr Treibstoffverbrauch, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Und ja, das war es dann mehr oder weniger mit Kepler. Und das ist mehr oder weniger die Nachfolgemission, die 2014, glaube ich, konzipiert wurde. Sehr kleines Ding. Warum ist es so klein? Ach so, in welchen Orbit kommt das Ding noch? Das ist noch was Besonderes. Soll um den Mond ringsrum fliegen. Ein sehr, sehr hoher Orbit. Und wurde halt so gebaut, dass das Ding mit einer kleinen Rakete gestartet werden sollte. Eigentlich war es geplant mit einer Minotaur C oder mit einer Athena 2 Rakete. Und man kann sehr gut nachvollziehen, warum das nicht passiert ist. Erstens, Athena 2 Rakete, für die existiert, glaube ich, noch eine Startrampe, die jetzt seit knapp 20 Jahren vor sich hingammelt. Das Ding müsste also nochmal komplett neu aufgebaut werden. Abgesehen davon, dass bis jetzt nur insgesamt 3 Athena 2 Raketen gestartet sind. Und davon war ein Fehlschlag. Das ist jetzt nicht so die beste Bilanz, und die Kosten dafür, so eine Rakete zu bauen, dürften auch relativ groß sein, weil nach einer Ewigkeit mal wieder so ein Ding zu bauen, ich glaube, das hat schon lange keiner mehr gemacht. ich weiß nicht, woher das mit der Athena-Rakete kam. Sehr viel zuverlässiger war das, was die Leute gesagt haben, über das nach der Minotaur-C-Rakete dimensioniert wurde. Da hätte man dann noch eine fünfte Stufe oben drauf gepackt, damit das Ding in den Orbit kommt. Deswegen wiegt das Ding nur 360 Kilogramm. Problem mit Minotaur-C-Rakete, wenn irgendjemand richtig schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit Minotaur-C-Raketen, beziehungsweise wie sie damals noch hießen, Taurus-XL-Raketen, dann die NASA. die NASA hat damit nämlich 2 Satelliten schon verloren, im Wert von, ich glaube, 700 Millionen US-Dollar zusammengenommen. Und ich glaube, so richtig unendlich scharf drauf waren die nicht, das nochmal auszuprobieren. Nicht mit so einem teuren Exoplaneten-Hunter.
Ja, also was war das andere? Das war irgendwie das Carbon irgendwas Observatory und noch irgend sowas in der Richtung. Irgendein Meeresbeobachtungssatellit. Also das waren sehr teure Satelliten und so ein Start mit einer Taurus XL-Rakete hat damals, was hat es gekostet? Ich glaube 55 Millionen US-Dollar oder 54 Millionen US-Dollar, aber halt 2009er Preise. Und da bist du dann heute so bei irgendwas um die 60 Millionen, also letztens genauso viel wie SpaceX auch für einen regulären Start verlangt. Dazu kommen dann natürlich noch die üblichen Gebühren, Kosten und zusätzlichen Aufwendungen, die du brauchst, um einen NASA-Satelliten zu starten, weil da ist ja jede Menge Bürokratie mit drin. Und deswegen kostet das dann immer so was wie 87 Millionen. Das ist aber bei den anderen Raketen nicht anders. Und letzten Endes hat man dann halt gesagt, ja gut, Falcon 9 Rakete. Sehr viel größer, viel zu groß für das kleine Ding, aber kostet genauso viel. Und dann nimmt man doch das Ding, weil eine Falcon 9 Rakete ist sehr viel zuverlässiger als so eine Minotaur Rakete. Ja. Einfach, ja, auch trotz aller Unkenrufe, erfahrungsgemäß die es immer schon gibt. Na, also die Falcon 9 Rakete ist jetzt, der wievielte Start war es jetzt? Der 52. Start einer Falcon 9 Rakete und dann noch ein Start der Falcon Heavy Rakete. Würde ich mal sagen, da hat man eine gewisse Erfahrungsbasis, hat ein Problem im Flug gehabt, eins auf der Startrampe beim Test. Das ist eine Zuverlässigkeit von, in Anbetracht dessen, also man kann sich jetzt streiten, entweder sagt man 98%, wenn man sagt, okay, das war ja auf der Startrampe und man sieht in Zukunft davon ab, dass man bei Tests auf der Startrampe die Nutzlast oben drauf lässt. Von daher kann sich sowas nicht in der Form wiederholen, aber man kann dann auch sagen, okay, 96% ist halt immer noch besser als 70%. Wie von der Minotaur C-Rakete, ne? Also, ja, macht schon Sinn, das Ding zu nehmen. Ja, ansonsten halt sehr kleiner Satellit, der sehr viel Zeit jetzt damit zubringen wird, die Manöver zu fliegen, die für den Fall geplant waren, dass man mit der Minotaur C-Rakete startet, weil deren Leistung hätte nur so ganz knapp ausgereicht, um das Ding da hochzubringen. Und ja, man darf sich drauf freuen, weil das wird eine ganze Menge Planeten entdecken, weil es ist so, ja, sehr zuverlässige Methode. Einfach nur statistisch auswerten, beobachten und dann, ja. Sowas kann man auch vom Boden aus machen, aber wenn man vom Boden aus Sterne beobachtet und du musst ja in dem Fall die Helligkeit der Sterne sehr genau messen können, das ist leichter vom Weltall aus, weil da kann dir die Atmosphäre nicht dazwischen kommen, weil wenn man so in den Nachthimmel guckt, man sieht ja, die Sterne blinken immer etwas und das kommt daher, dass die Atmosphäre etwas unruhig ist und das stört natürlich die Messungen. Wenn man das Ganze im Weltall macht, kann man sehr viel präziser messen und ja, dann wird einfach ein ganzes Feld abgedeckt, wird dann regelmäßig beobachtet und dann hat man so und so viele tausend Sterne, die man gleichzeitig beobachtet und fertig ist. Und dann werden schon ein paar dabei sein, ne? Ja. Ja, sehr schön, Tess. Machen wir doch weiter mit, was haben wir denn jetzt noch? Ah ja, High Seas. Ja. Aber es zeigt halt schon irgendwie, dass es prekär langsam wird in der Raumfahrt, ne? Also wenn man sich so sagt, okay, hier so eine kleine Rakete, Minotaur C, kostet genauso viel und hat halt, ja, also letztendlich Falcon 9 Rakete hat die zehnfache Nutzlast, ne? Und kostet genauso viel wie so eine kleine. Dann merkt man, wie prekär das alles geworden ist. Also auf der anderen Seite, jahrzehntelang hat man das einfach so hingenommen, weil man halt immer sagen konnte, ja, ist halt Raumfahrt, ist halt teuer. Ja, ist es ja auch. Ja, aber muss halt nicht so teuer sein. Man hat sich halt nicht wirklich angestrengt. Das ist halt so. Ja, also man merkt halt, in der Raumfahrt gab es eine Menge notwendiger Anstrengungen, die nicht geleistet wurden. Und da kam dann irgendwann plötzlich SpaceX daher und hat gesagt, hey, schaut mal.
Aber letztendlich ist das Gleiche, was die ESA ja auch gemacht hat, als sie gegründet wurde. Ne? Da hat man ja auch gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie recht pragmatisch und schnell eine ordentliche Rakete zusammenbasteln, nachdem man die Europa-Rakete nicht mehr, nachdem das nicht funktioniert hatte. Und gleichzeitig die Amerikaner gesagt haben, dass sie in letztendlich ja, ein Monopolunternehmen mehr oder weniger haben wollten. Ne? Auch wie nannte sich das Ding? Satcom, glaube ich. Ich glaube, das amerikanische hieß Satcom und daraus wurde dann Intelsat. Aber letztendlich lief es darauf hinaus, dass die Europäer praktisch keine Chance hatten, einen Satelliten mit amerikanischen Raketen zu starten. Weil einfach, man hat dort so viel Bürokratie dazwischen gehangen, dass es de facto unmöglich wurde. Also so den Passierschein A38 zu bekommen. Ne? Und daraufhin hat man dann halt gesagt, okay, wir brauchen eine eigene Rakete und das ist dann halt die Ariane geworden. Und weil die amerikanischen Raketen ihrerseits stark abgeschottet waren und man ja sowieso gesagt hat, ja, wir fliegen jetzt demnächst alles mit dem Space Shuttle hoch, kam die Ariane 4 Rakete, also 1, 2, 3 und 4, kam halt gerade zu einem Zeitpunkt, wo der Markt wirklich reif war, zu sagen, es kommt jetzt mal jemand und baut eine fünftige Rakete. Und daraufhin haben sie ja dann sofort den Markt erobert, bis sie die dumme Idee hatten, die Ariane 5 zu bauen. Die halt dann nicht mehr nach diesen Maßstäben gebaut wurde. Und so überhaupt nicht mehr. Gut, jo. Ich glaube, wir haben jetzt genug auf der ESA rumgehackt. Und auf der ja, ich wünsche mir wirklich, also ich, das klingt immer so schlimm und ich fühle mich dabei auch immer ziemlich schlecht, die ESA so sehr zu kritisieren, aber ich wünsche mir wirklich, dass die irgendwie jetzt die Kurve kriegen. Ich wünsche mir das wirklich so sehr wie nichts anderes. Alleine schon, weil es echt gut wäre, wenn wir mal so eine regierungsähnliche Organisation irgendwo hätten, die es schafft, sich selbst zu reformieren und die es schafft, dann effizient zu werden und einfach mal Dinge effizient und zielgerichtet über die Bühne zu kriegen, weil das, und da geht es mir noch gar nicht mal um die ESA, sondern einfach darum, es gibt eine ganze Menge Regierungsorganisationen, die sich dann sicherlich auch mal eine Scheibe davon abschneiden könnten, wenn sowas mal klappt. Und wäre ja toll, ne? Also es wäre wirklich toll, wenn die ESA das irgendwann hinkriegt, wieder das zu werden, was sie am Anfang mal waren, nämlich einfach nur eine ganz pragmatische und zielgerichtete Agentur, die ein ganz bestimmtes Ziel hat. Und das war halt damals zu sagen, okay, wir müssen Europa den Zugang zum Weltraum sichern. Und es ist dann halt so viel mehr draus geworden. Und der größte Teil, was mehr draus geworden ist, ist leider Bürokratie. Und das ist halt schlecht. Und ich würde mich echt drüber freuen, wenn das irgendwie mal klappt, dass das, dass es dann darauf hinausläuft, dass man da produktiver wird. Tja. Gut, ich möchte jetzt noch zu unserem letzten Thema kommen, nämlich dem angekündigten Interview mit, und ich habe mir extra den Namen erklären lassen, Dr. Tristan Bassingthwaite. Bassingthwaite, ich krieg's immer noch nicht ganz hin, auf jeden Fall. Ist ein Architektur, mittlerweile Doktor, hat promoviert zum Thema Architekturdesign von Mars-Habitaten. Und das hat er währenddessen gemacht, während er selber in einem Mars-Habitat gelebt hat, nämlich ein Jahr lang in der, glaube ich, High Seas 4-Mission. Ach so, das Ganze war eigentlich bloß das, was andere Leute machen, die dann irgendwie nach Teneriffa oder so fahren, um dort ihre Doktorarbeit fertig zu schreiben. Ja, nicht ganz, aber es war kein Urlaub. Es war kein echter Urlaub, nein. Ja, genau. Und der war in Tübingen, hat dort einen Vortrag gehalten und ich konnte ihn interviewen, hauptsächlich für Uniradio, Cantaloupe FM, für das ich ja auch tätig bin. Aber ich habe gedacht, das wäre auch was ganz Gutes für diesen Podcast hier. Und wir haben das Element sozusagen schon vorher aufgenommen, wo wir dann auch nochmal kurz drüber reden. Deswegen gibt es jetzt gleich einen kleinen Zeitsprung. Und ja, habt einfach viel Spaß bei diesem Interview. Ich fand es sehr, sehr spannend. Er war ein sehr netter, sehr angenehmer Gesprächspartner und wir hören uns dann gleich zur Raketenvorhersage wieder.
My first question would be, who were the people you were on mission? So you are an architect. What other professions were there? We had Cyprian, who is an astrobiologist and doing a lot of work with cyanobacteria and sort of growing life in extreme environments. Carmel Johnson was our commander and basically told us what to do all the time and made sure we stayed on task. Christiana was a soil scientist slash everything scientist. She was doing maybe 9 different personal experiments, pulling water from the rocks, tracking how we dreamt about things, like you name it. Shayna Gifford was our doctor, and then Anjay Stewart was our engineer and tried to make sure that all of our internet and systems continued to work so we could send data back to Earth. And you were interested into space from a very early age, but how did you actually apply to this mission? Like, was it in the university website you saw and say, yeah, that's my thing? I was actually doing research while working on my master's just in space analogs around the world to get more information, ideas to write about, and came across the blog of a crew member from High Seas 3. We ended up sending very delayed emails back and forth because they were still in mission, and they suggested I sign up for the next one, which I had no idea existed. So I kind of did it for fun. I never thought I would be accepted because I'm not an engineer or a scientist or anything, and a few months later I got in and they locked the door and I was stuck there for years. So I was sort of had no idea how that all happened for a little bit, but just kind of rolled with it. And who organizes the High Seas mission? Dr. Kim Binstead. She's a teacher at the University of Hawaii. She's gotten several grants from NASA to allow her to build and then man this dome where they do university studies from schools around the world to just do any test you can sort of think of on sociological issues, psychological issues, team building, how extended durations can affect your ability to work as a group, testing even virtual reality worlds, anything you can think of, they will apply it and then try and get it to work in High Seas. So it's from the University of Hawaii, but financed through NASA. Yes. Hank Rogers is the guy on Big Island who actually built the dome for us. It was very kind of him. And NASA gave us a very generous grant to allow us to sort of pay the researchers, allow the dome to be filled with gear and food. We get a small stipend so we don't leave the dome with nothing. Just kind of help pay for school a little bit. It's like $1,000 a month. And then we just do as much as we possibly can with it. You focused on the psychological aspects of architecture. So what psychological aspects can be addressed at such missions through architecture? An enormous amount of psychological aspects can be taken care of. A sense of confinement, danger, isolation, privacy, sort of the interior programming of the dome, how you arrange the spaces and rooms can have a dramatic effect on how people perceive the limited space that they have. Then the inclusion of various materials, lighting, manipulability of, say, the walls, can do an enormous amount to change the entire way that you experience a space. The same way that, say, the holodeck from Star Trek can be anything, the idea that you can architecturally make the dome or spaceship or whatever anything the inhabitants need it to be is kind of the highest goal. So we talked a lot about virtual reality. How important is this aspect in your design? Virtual reality isn't a huge part of the design, honestly, because you could do it in a tiny room the size of a closet. It's there as an available technology to address psychological issues or offer people a social connection back home, or even just cool games, which is more what I'd use it for. But the actual habitat you're working in, doing your day-to-day life, living in, is much more the topic of the architectural design. You talked about your parents stopped writing, how that came. Oh, that was just the worst, because, I mean, parents, but also friends, brothers, everyone else, like, I left, but they still have everybody else in their life. So they kind of get used to it really quickly and forget that you're doing something difficult. Whereas I left everybody, and then everyone that had said, oh, I'll write you every week, da-da-da, you know, made all these promises, kind of forgot, because, you know, you're not there anymore. So you have to walk the line between sending an email that's like, what the hell, versus can you also, you know, try and keep that up a little bit? Because I kind of need to talk to you. You don't want to sound needy, but you kind of need them at the same time. And do you think something like that could happen on a real Mars mission?
Probably not on a real Mars mission, just due to the fact that you're in the news all the time. And even today, for, say, astronauts on the ISS, NASA has a small division that works with the families of crew members to create little care packages, hide treats around the space station. I forget what mission. It might have been Skylab, but they got a radio call one day that said, look under the seat, and they had a full turkey for Thanksgiving. So they actually go to great lengths on the real, real missions to make sure that the people going don't feel forgotten. You talked about caverns and holes in the ground where you can live in. Could you a bit expand on that? Yeah, essentially, say lava features in Hawaii where we were dealing with the liquid magma will be flowing under the ground, sometimes just under the ground, and the tube will sort of freeze and the rest of the lava pours away and you get this big empty tube. On the moon or Mars, which also had active geology in their history, you've got the same features and they're just a lot larger because of the lower gravity. You know, a rock arch can be much bigger when it's not as heavy, for example. So these features are everywhere. We can sort of see some on the moon. We have to do a much better job with looking for this sort of thing on Mars because they're not obvious from above because they're underground. But if you were to, say, find some way to map them very accurately, find one that's close to the surface or has an opening you can get into, you could use them to be a safe haven from radiation, if nothing else, and sort of begin getting out of the space environment and setting up your habitat somewhere safer. Some people are concerned sending people to Mars because people bring germs, and so Mars is contaminated and not a clean environment where you could search for life on Mars. So did you have at any point concerns in your design that like garbage on the Mars be contained so that other areas of the Mars are clean? Yeah. There's actually an entire agency making sure that probes and probably eventually astronauts going are completely unable to contaminate anything. They've actually dropped space probes like into Jupiter or Saturn to prevent them from landing on moons like, say, Titan that might actually support some sort of life. And we don't want to contaminate anything. If we were going to Mars and actually had people, you would decontaminate the spacesuits and everything, clean room style, basically, to get outside and then begin any sort of search for life. Or you might even do it remotely with a robot that nobody's touched so it can bring back a sample you can analyze. But sort of keeping human germs, which would have, for the most case, a very hard time surviving outside anyways, like they pretty much immediately die from the radiation. We would keep as much as we could away from Mars because we're dying to know and see if there actually is life, and we don't want to contaminate it. The radiation would be a big problem that you didn't have on Hawaii. Yeah. Living in lava caverns could be helpful. Are there like materials or some procedure that also could help? Yeah, essentially, if you were going to have anything on the surface, just get a bunch of Martian dirt and put it on top and it begins to act like armor. If you have to be outside for a long time, just wait for the sun to set because that's the primary source of radiation and you'll have a lot more time to run around. Materials science will probably advance a little bit before we get there, so you'll have slightly thinner suits that can still handle the radiation. But ultimately, especially when we're first doing this, it's kind of just going to be a risk. I'm sure 100 years from now, we'll have amazing suits that feel like just clothes and you can run around without any worry. But for now, if you want to go, it's going to cost you. And did you at any point study the design of spaceships bringing people to Mars? Because those spaceships maybe are much smaller than the actual habitat, and so psychological risks are much higher. Do you plan to also design spaceships after those habitats and psychological aspects? Yes. Spaceships are the very first thing you would design, mostly because they have to get you there to begin with. So you're going to be living in there as your habitat for the first, say, 8 months to Mars. But once you land, they often become the habitat as well. So the first space architectural designs will always, always be on the ship itself, because that's the one you're going to be spending almost all of your time. How many missions would it take to establish self-sustaining society on Mars? It really depends on how many people you get, more than the number of missions. If we had all the technology ready right now and we could just send 1,000 people and give them everything they needed to survive, you could do it in as much time as it takes to ship them there. Realistically, needing to build up the infrastructure, proving the technology works, showing that the ships are safe enough, and then allowing the time for the people that are slowly growing there to develop their own society might be anywhere from
15, 20 years at the fastest to a century or more if we keep dragging our feet. It really just depends on the number of people. Jan Werner, the director general of the ESA, talks a lot about a moon village and how we have to get first to the moon and then to the Mars. Do you think that's a good idea to use the moon as a bridge to Mars? There's pros and cons. The moon's environment is very similar to Mars in that you've got reduced gravity. The sort of regolith and fine powdered dust you have to deal with is almost identical. And it's way, way closer. So you can practice everything before investing in a much bigger mission to Mars. The argument against it would be that, say, we get there, we've got a couple hundred people living there, and suddenly it's really not that interesting. We kind of just get stuck on the moon and never try to go to this other world that could answer the question of where life began in the solar system or push us to the point where we're trying to shoot for other planets as well. So it's kind of the safe move versus the daring move, and you have to choose which one you're going to take. Which would you prefer? I mean, there's a part of me that loves the moon because that seems a lot easier and perhaps more likely to talk all of our various senators and statespeople into funding. But Mars is way sexier. I mean, the landscape, the idea that Earth might have had life seeded from Mars, you know, there's all the Martian movies. And if we get the technology to actually go there, no reason we can't go to Europa or Titan, or the moon would then be incredibly easy. Like, I like to gamble a little bit and say, definitely Mars. It's way cooler. Okay, thank you. Yeah. So. Ja. Hey. Was meinst du? Wie ist es dazu gekommen? Der hat hier in Tübingen einen Vortrag gehalten, halt über das Thema. Der ist gerade so auf Deutschlandreise und hat jetzt dann auch in Heidelberg und in Stuttgart Vorträge gehalten. Ja, war doch interessant. Die Sache mit, der hat davor einen Vortrag gehalten, ne? Ja, genau. Also es war, das ist jetzt auch nur fürs Uniradio eigentlich, habe ich das Interview aufgenommen. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist das auch für einen Podcast gut. Ja, ist es auch. Gibt es da irgendwie Mitschnitte? Nee, ich glaube von dem Vortrag gibt es leider, also jetzt nicht von diesem, keine Mitschnitte, aber wenn man den Namen googelt, dann... Die meisten Leute halten doch immer den gleichen Vortrag. Ja, ich habe jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden, aber im Grunde hat er sich halt beschäftigt mit, also er ist ja Architekt. Und er beschäftigt sich mit dem architektonischen Design und wie man damit psychologische Probleme ansprechen kann. Er hat das ganz schön gezeigt auf seiner Folie. Schade, dass man die jetzt nicht im Internet findet. Also so sah das Habitat aus und nachdem er dann quasi ein Jahr dort gelebt hat, so würde er das dann quasi neu designen. Und dann hat er gezeigt, welche Verbesserungen es da gäbe. Also dass man zum Beispiel die Privatkabinen, wo die dann drin schlafen, schalldicht macht, damit man dann noch mehr Rückzugsraum hat oder sich irgendwie besser abschotten kann, weil er meint, man ist sehr isoliert, aber nicht alleine. Ja, also, ja, genau. Meinte dann auch, dass ihm halt so ein bisschen die Rückzugsmöglichkeiten gefehlt haben. Weil selbst wenn man in dieser Kabine lag, war es doch immer so, dass man Leute gehört hat draußen auf dem Flur und das einfach nicht so diese Privatheit geschafft hat, die man in einer richtigen Wohnung hat, die halt doch schon relativ schallisoliert ist. Und es gibt auch in Konferenzzentren immer diese Wände, die man so wegschieben kann, weißt du, die sich dann so auffalten. Und dann kann man die so einpacken. Und er meinte, das wäre auch sehr wichtig, dass das ein Mars-Habitat auch hätte, dass man halt Räume variabel nutzen kann. Also, dass man entweder einen großen Raum bauen kann oder viele kleine Räume, in denen Leute unterschiedliche Sachen machen können. Und einfach diese Lamellenwände einbaut. Das erinnert mich ein klein wenig an eine sechsteilige Serie, die nannte sich How Buildings Learn von Stuart Brand. Der hat auch ein Buch geschrieben, das genauso heißt. Also das Buch habe ich nie gelesen, aber ich habe die Serie halt gesehen. Ja. Da geht es letztendlich auch darum, dass die besten Gebäude, die am längsten so mehr oder weniger durchhalten und wo die Leute auch noch am zufriedensten sind, halt letztendlich die sind, die man selbst gestalten kann und
also je nach Nutzung halt selbst irgendwie etwas modifizieren kann. Genau, er meinte auch, also es ist halt in den Filmen sind diese Habitate immer sehr clean und sehr, sehr neutral gehalten. Und er meinte, dass das psychologisch gesehen völliger Schwachsinn ist und dass man, er hat auch so Ideen, dass man halt irgendwelche Teppichelemente einbaut, die man dann umgestalten kann, sodass halt das auch das Habitat nicht immer gleich aussieht, sondern dass man irgendwie, dass das so also eingelebt aussieht. Also dass das irgendwie so der Mensch so sich drin gemütlich machen kann. Und die weitere Idee ist ja dann, dass man in diesen Lavaröhren sich dann sozusagen häuslich einrichtet. Deswegen machen wir das auch auf Hawaii. Sind dann quasi neben so einem Berg ist das Habitat angesiedelt und dann machen die so Fake-EVAs, wo sie dann diese ganzen Lavaröhren kartografieren. Ja. Und die Idee ist dann halt einfach in so eine Lavaröhre reinzugehen, weil dann hat man schon die meiste Struktur gebaut, hat auch einen schönen Strahlungsschutz und muss nur noch ein Dach und eine Wand einziehen. Ich habe damals Roter Mars von Kim Stanley Robinson gelesen. Ich weiß da alles drüber. Ja, da genau. Waren ganze Städte da drin und sonst was. Ja. Ja. Hat dann auch erzählt von diesen 3D-Druckern, die dann den Mars oder Mondregolith benutzen, um quasi so eine Art Zement herzustellen mit Laserbestrahlung. Ja. Die kennt man ja auch und ja, der ist, wie man gehört hat, er ist ein sehr guter Redner. Er meinte auch, er wäre auch ausgesucht worden für die Mission, weil er so ein bisschen ein lustiger Typ ist und so auch von der sozialen Struktur das immer sehr gut auflockern kann. Deswegen wurde er auch für die Mission halt ausgewählt, weil er sozial auch sehr kompetent ist anscheinend. Ja, das hat man gemerkt. Also der ist da durchaus. Genau. Und ja, das war eine sehr schöne Geschichte. Also wenn der mal bei euch in der Nähe ist, könnt ihr euch ruhig mal einen Vortrag von ihm anhören. Der kann das sehr gut erzählen. Und ja, es war einfach sehr nett, ihn zu interviewen. Er war dann auch sehr fasziniert von meinem Mikro, weil ich ja jetzt dieses neue iPhone-Mikro habe, was ich mir jetzt gekauft habe. Also war einfach ein sehr netter Typ auch. Gut, dann kommen wir zur Raketenvorhersage. Du kannst schon mal. Sagen wir vorher. Moment. Wir sagen euch an den ersten Raketenstart. Eine Rocotte, genau, Sentinel-3B, die in 3 Tagen fliegen soll. Genau. Zum ersten Tag der ILA. Habe ich jetzt eine Einladung bekommen? Gehst du da hin zum Live-Event auf der ILA? Ich wahrscheinlich nicht. Ich werde viel zu tun haben. Ich will es nicht ausschließen. Weil das wollten sie ja erst ich weiß gar nicht mal, wann startet das? Es wäre 20 Uhr. Ja. 20 Uhr auf der ILA, komme ich dann überhaupt noch zurück? Das ist die große Frage. ich muss mal schauen. Ich glaube eher nicht. Gut. Ganz ehrlich, weil ich werd relativ früh hinfahren und dann irgendwie relativ ausgelaugt zurückkommen und ich weiß nicht. Dann haben wir 26. April eine lange Marsch 11 mit dem Satelliten Zhuhai. Habe ich das richtig ausgesagt? Sag du das Zhuhai. Mal. Zhuhai 1. ZHU ist immer so. Also dieses ZH ist ein D und ein SH. Ja, ist ein Erdbeobachtungssatellit. Ja. Dann? Also im Chinesischen gibt es 3 Zischlaute, also 3 Schlaute. Und davon gibt es einmal SH, was SCH ist. Dann gibt es ZH, dein J. Und CH, das ist kein Ch oder Ch oder sowas, sondern ein Ch, also ein hartes T und ein SCH. Willst du mal die nächste Rakete machen? Das ist dann, ja, da ist man sich nicht ganz sicher, ob das It's Business Time wird, aber sicher ist man sich, für den 4. Mai ist angekündigt, Bangabuntu 1, was natürlich schon mal angekündigt wurde, nämlich der erste Flug von der Falcon 9 Block 5, der etwas verschoben wurde erst vom 5. April und dann vom 24. April. Der sollte jetzt eigentlich schon nächste Woche fliegen. Also wahrscheinlich diese Woche für euch. Aber irgendwie, man wollte noch, was hatte man gesagt, irgendwie im Navigationssystem? Nee, nicht, das war der letzte Start. Irgendein Problem hatte man noch, dass man sich nochmal anschauen wollte. Mhm. Ist der erste Satellit ein Kommunikationssatellit für Bangladesch? Genau. Dann am 5. Mai haben wir mit einer Atlas 5 InSight, das ist ein Marslander, also interplanetare Mission. InSight wird in der
Elysium Planatia Region auf dem Mars im November 2018 landen. Und die Rakete wird in einer 401-Variation fliegen, also ein kleineres Ding. Die genau, meinst du? Genau, ohne Solid Rocket Booster. Und genau, das war da, ich habe das gesehen bei Tess, dass wenn Tess sich noch weiter rausgezögert hätte, dann hätten die das erst nach Insight fliegen können, weil es gab dann so ein Sperr, also 45 Tage Sperrfrist, wo die ganze NASA-Kapazität auf Insight ausgerichtet war. Und Tess ist da quasi an zweiter Stelle, wahrscheinlich weil der Mars gerade an einer günstigen Stelle liegt. Ja, ich habe schon gesehen, irgendwie, die Opposition ist sehr günstig. Der Mars wird irgendwie 25 Bogensekunden groß werden. Das ist ungefähr so groß, wie es nur wird. Und dann dauert es wieder irgendwie, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal? Nochmal so 15 Jahre oder so, 15, 16 Jahre, bis der wieder so nah rankommt. Also ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Wahrscheinlich kann auch deshalb die Atlas V in so einer kleinen Konfiguration fliegen. Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt, wie schwer das Ding ist. Die werden sich bei dem Termin schon was gedacht haben. Wir werden über Insight beim nächsten Mal reden, genau, würde ich sagen. Genau, machen wir. NASA Insight Lander, warte, Kosten 800, etwas mehr als 800 Millionen US-Dollar. Inside Lander finde ich irgendwo ein Video da. Ich guck nach Details dann beim nächsten Mal. Wieso? Oh. Ey. Ja, ich mach mal. Willst du das nächste? Ich gebe es auf. Wenn ich jetzt hier das nächste. Oh, eine Antares-Rakete mal wieder. Wo bist du jetzt? Nee. Wir sind lange Marsch. Verdammt, lange Marsch 3B, Upstar 6C, ein Kommunikationssatellit, ein kommerzieller für die Asia-Pazifik-Region von Xichang aus gestartet. Und ihr dürft raten, ja, es gibt wieder gebratene Raketentriebwerke irgendwo. Frisch von der Stange. Ja. Ach Mann. Gut. Nee, ist halt echt nicht gut. Also, wie gesagt, es gab so ein Interview von dem Präsidenten von KALT, glaube ich, also von der Nicht-Raumfahrtbehörde, irgend so ein Technologiezentrum oder so. Und der meinte halt, naja, im Prinzip kann ich immer bloß bei jedem Start beten, dass nirgendwo so eine Rakete jemanden drauf fällt und Menschen tötet. Und das ist halt. Leute, kommt davon weg, bitte. Was soll ich sagen? Gut, das sollte jetzt für die Raketenvorhersage erstmal gewesen sein. Wir hoffen, dass wir dann bis zum 19. spätestens, also in zwei Wochen, wieder eine Sendung für euch parat haben. Tut mir leid, dass ich jetzt in dieser Sendung nicht so aktiv war. Ich habe doch gemerkt, dass ich gestern Nacht doch ein bisschen zu wenig Schlaf hatte und ich nicht im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten war, diese Folge. Aber ich hoffe, der Frank hat das ja ausreichend ausgeglichen. Ja. Und dann jetzt, nächste Woche, ILA und wie heißt das Ding? New Space Visions oder sowas. Ja. Und dann mal gucken, was da alles rauskommt. Genau, es wird auf jeden Fall genügend Ersatz für meinen geistigen Ausfall hier geben. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.